wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Geht gleich los. Hi. Hi. So. Erster. Moment. Moin. So, meine Lieben, heute ist mal wieder... Kai wird dir noch schlecht bei Zocken? Nein, nie. Ost-Berlin. Hey Leute, so, es ist ein Monat her, dass ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen und es wird so dringend Zeit weiter zu spielen. Heute gab es ein Update auf 1.4 mit ziemlich vielen Bugfixes und so weiter und so weiter. Und ja, das hat mich daran erinnert, dass das ja noch offen ist und ich es auch mal weiterspielen sollte. Also, heute beste Tag dafür. Wir hatten ein ziemlich schönes Wetter in Hamburg. Aber jetzt geht's weiter. Was hab ich jetzt gedrückt? Scheiße. Spiel laden. Hallo? Der Sonnenspeer? Obere Hänge von Herr Jemine. Gibt's nicht einfach so ein Weitermachen? Fortfahren. Jo. Ey, diese Augenselektion ist irgendwie nicht so meins. So, wie gesagt, es gab ein Update und da haben sie ein bisschen Bugs gefixt und so eine Sachen gemacht. Und ich dachte mir, so eine gute Gelegenheit, einfach mal weiterzuspielen, falls ich noch weiß, wie es geht. Ich glaube nämlich, ist nee. Die PS2 VR gut? Ja, die ist super. Bestes Ding auf der Welt. Wenn man die Steuerung kennt. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hier geht, ey. Was mache ich denn damit? Hä? Und jetzt? Ach, jetzt kann ich hier klettern. Alright. Oh, great. Das war wirklich nur ein Teil hier hinzubiegen. Sehr abgedreht. Ja, lange nicht geklettert. Kann man die auch mit PC nutzen? Es wird Zeit. Nein, kann man nicht. Aha. Wie war das denn jetzt, ey? Fuck, ich krieg das nicht mehr zusammen. So ungefähr, ne? Sony hat nur 270.000 davon verkauft im ersten Monat. Leute, hört mal mit dem Geschwafel auf. Das sind irgendwelche Artikel. Das ist alles nur, wie heißt das, Zeug. Keiner weiß, was wirklich los ist. So. Nur Sony weiß, wie viel sie wirklich verkauft haben. Und selbst wenn, ich meine, in dem ersten Monat 300.000 ist doch voll okay. Das sind doch nur Spekulationen. Alter, ich krieg das hier nicht hin. Okay, ich drücke, dann habe ich es in der Hand und dann mache ich so und schwing mich hier rum. Oh ja, okay, okay, wow. Genau, nur Sony weiß die Zahlen und irgendwann werden sie bekannt geben und dann können wir gerne drüber reden. Solange wir nur irgendwelche Journalisten da sich Wolf machen, ist es mir echt egal. Und... Boom. So, das Ding ist, dass ich jetzt echt lange nicht mehr gespielt habe. Kannst du noch eine andere VR-Brille mir empfehlen, außer die PS2 VR und der Quest 2? Quest 2 kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen und nein, kann ich nicht. Heute will ich was spielen. Dann komm doch am besten mal wieder, wenn ich gerade über VR-Brillen rede. Das wäre doch super. Heute möchte ich mich hier drauf konzentrieren und nicht über VR reden, denn... Einfach machen. Wenn du Bock auf VR hast, hol dir eine Brille. Mach es. Die besten Brillen, die ich kenne, sind die PlayStation VR 2 und die Pico 4. Der Rest ist Käse. Peter, netten Handschlag, Daumen hoch. Okay, dann tschüss. Tschüss. Hep. Hep. Game Hits VR sagt oh, fuck. Salomo. Okay. Oh, krass. Hep. 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 Hi, Game Hits.
So. Fuck, wie geht's denn hier weiter? Oh, die Pico 4, die ist geil. Klettern. Auf jeden Fall massiv besser als die Quest. Ui. Ja. Ich habe tatsächlich auch am Wochenende super viel mit der Pico 4 Into the Radius gespielt. Fand ich auch ganz cool. Denn am Ende des Tages ist es immer nur Software, die zählt, ja. Hast du ein gutes Spiel für ein Gerät, dann ist es das beste Gerät, was man gerade haben kann. Voila. Ganz simpel. Okay, wie geht's hier weiter? So, und wir sind hier echt... Oh mein Gott. Quest 2 ist scheiße, tschüss. Das ist krass. Yep. Und jetzt? Was passiert jetzt? Habe ich jetzt Zeit, mir das Ding hier rauszusuchen? Ich schaff das nicht. Mo, du hörst dich so an, als hängst du wirklich am Berg. Tu ich ja auch, Mann. Hat die PS5 und die beste Software. Leute, alle VR-Brillen haben irgendwelche Vor- und Nachteile, aber sich ständig darüber zu unterhalten, bringt's halt auch nicht. Einfach Spaß haben. Das ist mein Tipp, wirklich. Ich mein's vollkommen ernst. Oh, was sind hier für krasse Einschusslöcher. Uah. Wow. Okay. Hallo zusammen, vulkanischer Gruß, sich die Lippen leck, Endes Gesicht, Daumen hoch. Horizon fand ich echt super und hätte noch länger zocken können. Oh. Hüpp. Ist vorhin total wild, ja? Also, ganz im Ernst, ey. Wie gesagt, ich habe das ganze Wochenende Into the Radius gespielt und Ghost of Tabor. Und das sind Spiele, die sowas von nicht so aussehen. Aber die machen halt auch Spaß. Es ist halt echt egal. Alright. Hier ein Päuschen. Ein Päuschen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen muss, ey. Feuerpfeile. Feuerpfeile. Hast du schon Switchbug angezockt gehabt? Nein, werde ich auch nicht. Denn dieses Spiel interessiert mich nicht. Was muss ich denn machen, irgendwie? Gleich fällst du runter und dann Totenkopf mit gekreuzten Knochenstatuen. Warum kann ich die nicht aufnehmen? Habe ich jetzt schon genug, oder was? Boah, jetzt habe ich alles runtergeworfen. Wie war denn das? Wo habe ich denn meinen Bogen überhaupt? Hier? Da muss ich den so drehen. Und habe jetzt 0 Feuerpfeile. Macht doch eigentlich total Sinn, welche zu haben, oder? Nicht, dass ich das verstehen würde gerade. Ich habe echt die Steuerung vergessen, ja. Gibt's da gar nicht. Pfeile bauen. Ja, aber wie? Für ein kleines Feuer. Ich musste das hier direkt machen irgendwie, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich drücken muss, ey. Crazy shit. Ich nehme den Bogen und habe den so komisch gedreht. Eben habe ich doch die Pfeile noch gesehen. Hilfe. Gibt's ja nicht. Gestricheltes Gesicht. Na, wenigstens das. Nehmen und drehen. Moin. Oh, Horizon. Hab ich schon fast vergessen. Ah, jetzt geht's. Auch mal weiterspielen. Ja, eben. Ich hab's auch vergessen. Es gab schon wieder so viel Zeug, um das man sich kümmern konnte. Irgendwie bin ich zu blöd heute, Leute. Ist mir ein Rätsel. Ich nehme den Bogen, ich drehe ihn und dann müsste ich doch jetzt diese Dinger hier irgendwie fest befestigen, oder? R2. X. Aha. Wie heißt das, was die Nachrichten die ganze Zeit vorliest? PlayStation 5. Und ein Pfeil. Ich kann nicht genug haben. 12 Stück habe ich hergestellt. Respekt. Okay, na gut. Also meine Annahme, dass die hier zu viel sind, war dann wohl offensichtlich richtig. Sehr gut. So, dann kann ich mal das drücken. Okay. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden hier. Ja, hier noch mehr. Na toll. Ist das hier?
Die sind auch für irgendwas gut, oder? Oh, das ist ja eine cool Funktion. Jetzt kannst du es AI aufsammeln. Irgendwie. Okay, ich habe 12 Pfeile gebaut, also kann ich jetzt die Feuerdinger wieder aufsammeln, aber vom Blitz habe ich scheinbar auch genug. Also ich habe auch Elektropfeile, aber ich glaube, die sind jetzt auch voll. Und jetzt habe ich nachgeladen. Kann ich auch Feuerpfeile bauen? Herstellen. Guten Abend, Salzocke. Salzocke. Lauda. Okay. Also. 9 Stück. Wow. Also ich habe jetzt 12 Blitzpfeile, 12 Feuerpfeile. Ich möchte nicht derjenige sein, der mir jetzt irgendwo in der Steppe über den Weg läuft. Guten Abend, Nisei. Es gibt's richtig Zunder. Hier kann ich meinen Weg markieren. Okay. Diese Steinhaufengeschichte habe ich auch noch nicht verstanden. Das ist einfach nur, weil es da ist, kann man die hier stapeln, oder? Oh nein, hier ist mein Tisch. Ja, komm schon. Oh nein. Ich will was bauen. Help. Sieben sagt, der Beste ist Mo. Das stimmt. Der ist Sorry. Der Beste. An den Stein komme ich jetzt nicht mehr ran. Na, ist ja toll. Irgendwie habe ich es nicht so drauf mit diesen Steindingern hier. Dann versuche ich... Da ist doch auch krumm und schief. Wie soll man denn da was bauen? Wenn ich den hier oben raufstelle, das wackelt alles. Dabei sind die beiden noch flach. Okay. Und dann den hier. Jo. Da ist nur der andere nicht dabei, ne? Und ich kann ihn nicht erreichen, weil hier ist mein Tisch. Was mache ich denn da? Ja, kann ich gerade nichts machen. Alles sagen, Mo ist der beste Typ. Ja, das sagen die Leute nur, ey. Aber in Wahrheit bin ich nur der Zweitbeste. Oh, oh, oh. Ich glaube, es gibt einen Kampf, Leute. Konzentration. Bogen. Wie macht man das? Scheiße, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wie man schießt. Aber jetzt ohne Scheiß. Warte. Konzentrier dich. Feuerpfeil? Nee. Elektropfeil war das. Ah, scheint er nicht zu stören. Zum Rücken greifen, oder? Ja, klappt schon. Ich muss jedes Mal Pfeil aussuchen, deswegen war ich eben so irritiert. Oh shit. Wische den Frost weg? Was? Echt jetzt? Was soll das? Mein Bogen! Shit! Was ist das denn hier? Komm zurück, ihr Biester! Ich bin der Einzige, der gelebt hat. Scheiße! Was muss ich machen? Muss man die Pfeile nicht vom Rücken holen? Nee, die holst du hier irgendwie, aber ich stelle mich gerade so blöd an. Ich konnte das auch schon mal besser. Ah, ja. Mach das nie, dass ihr einen Titel einen Monat nicht spielt. Das ist echt das Dümmste, was man machen kann. Wisch. Scheiße. Du schaffst das schon. Ja, irgendwie. Aber nicht nur in diesem Leben. Die vor allen Dingen, die nehmen gar keinen Schaden, die Mistviecher. Mir R2 hinten am den Köcher geeignet. Da die muss man vom Rücken holen. Fuck. Da wählt man nur die 3 Elementarpfeile aus. Ah ja. Man kann sogar recht schnell Pfeile ballern, ja. Wenn man die Grenze ausgelötet hat. Danke, das war der Tipp, den ich brauchte. Manchmal weiß man nicht mehr, wie man die Dinge im Spiel macht. Okay, das war der Tipp, den ich gebraucht habe. Hol den Pfeil hinterm Rücken vor. Das habe ich vergessen, Leute. Oh Gott, ey. Gib ihm jetzt normale Pfeile. Ja. Tut weh, ne?
Spuck. Und jetzt kriegst du auf dem Matze. Bruder, shit. Ist das kalt? Diese. Weiter auseinandernehmen. Ja, siehste, ich wusste es noch, obwohl ich nur die Demo gespielt habe. Danke, ich hatte es schon wieder vergessen, ey. Meine Fresse. Den ganzen Feuerpfeil habe ich ihm verbraucht. Wow. This was intense. So, das ist echt immer so eine Sache, ey. Man spielt dann zwischendurch wieder andere Spiele. Und dann vergisst man wieder einiges. Ich habe am Wochenende auf der Pico Into the Radius gespielt. Für Schaden erhöhen, so, dass die Gegner bei Treffern schneller sterben, habe ich auch bei mir gemacht. Okay. Das geht mir aber auch in Flat zu Bindestrich absoluter Kontrollverlust nach paar Wochen. Into the Radius gespielt und dann auch am Wochenende mit Benny und Piranha Ghost of Tarkor. Ja. Und bei jedem war auch die Art und Weise, wie man Magazin nimmt und nachlädt, total anders. Ugh. Ich wünschte, es gäbe immer da was Einheitliches, dass man sich nicht bei jedem Spiel immer an irgendeine eigene Steuerung gewöhnen müsste. Ja, total klasse. Ah, schöne Berge. Ich hatte nämlich heute einfach Bock, hier wieder mal in den Bergen rumzulaufen, Leute. Nachdem ich am Wochenende halt so viel mit einem Gewehr in der Hand leere Gegenden erforscht habe. Wow. Wer bist du denn? Maschinenröster. Oh, Äpfel. Das ist gut. Ich glaube, ich sollte mal einen essen. Lohnt sich das VR-Tarkov-Spiel? Ja. Gestern war super, vielen Dank dafür. Na, sehr gerne. Das habe ich ja für mich gespielt gestern. Ja, ich finde das schon ganz interessant. Also gerade wenn man mit Kumpels los ist, ne? Das war schon geil. Wir sind dann da durch die Gegend gestromert, sammeln Waffen und dann gibt es ein paar NPCs, gegen die man kämpft und halt auch menschliche Gegner. Das ist schon cool. Servus auf the Mountain. Sowas wünsche ich mir halt demnächst auch für diese Konsole hier. Ich glaube aber, Ghost of Tarkov wird auch für die PlayStation VR kommen, aber erst später, Ende des Jahres oder so. Und ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Ui. So, hacken wir uns mal nach oben. Wo geht's weiter? Da. Kuscheliges Gras. Das hört sich so negativ an. Am PC gespielt. Das war nicht so negativ gemeint. Aber das ist nicht mehr meine Idealkonfiguration. Ja. Also konkret, Tarkov hat irgendwie noch ein Problem mit der Pico. Also musste ich mit der Quest über Link-Kabel am PC spielen. Und naja, ist nicht so meine Wunschkonfiguration. Also wenn ich schon am PC spiele, würde ich es eigentlich lieber mit der Pico machen. Aber die Early-Version von Tarkov hat das noch nicht gekonnt. Einen Feuer, das ist easy, Leute. Das ist easy. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, ob ihr es erratet. Wartet, nee, ich mach das anders. Ey, gib den Pinsel. Alter, hier ist immer mein Couchtisch. Eieieiei, ich krieg das hin? Ich weiß nicht. Ja. Das kann ja dauern, Leute, wenn wir das so machen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich versuche aber mal, ob ihr das erraten könnt. Hab nur noch die Pico 4 und PSVR 2. Die Quest 2 hab ich verkauft. Und warte noch auf die Quest 3. Naja, das Ding ist halt, wie gesagt, solche Sachen wie jetzt Ghost of Tarkov. Das kommt zwar demnächst auch Standalone für die Pico, aber die Standalone-Version war schon ziemlich bröselig auf der Quest. Und es machte total Sinn, das auf dem PC zu spielen und das ging jetzt nur in der Konfiguration. Ne? So, kann man das erkennen, Leute? Sicher nicht, ne? Warte mal.
Ich bin total unvorbereitet. Ihr könnt mal fröhlich drauf losraten, was ich hier gerade male. Ah, nee, so wird das nicht sein. Furchtbar. Ein Samurai mit Dämonenaugen. Es ist ein konkretes Spiel. Ja, ich weiß, das sieht zu mies aus. Ich schreib's mal ran. Nicht lohne Echo mein Wunsch auf PSVR 2. Oh ja, das würde ich mir auch wünschen. So, jetzt auch hier ganz geil. So Leute, besser krieg's gerade nicht hin, das hilft nicht. Furchtbarlich. Killzone. Ja, Killzone. Furchtbar. Ich schäme mich. Es tut mir leid. Ah, jetzt weiß ich's grinsendes Gesicht. Jetzt weißt du's. Sehr gut. Blitzmerker. Sehr gut. Sehr gut, sagt mein Charakter. So, wie geht's denn hier weiter? Bin ich jetzt echt nur hingekommen, um was zu malen? Nee. Ah ja. Klettern. Es heißt weiter klettern. Interessant. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wie geht's denn hier weiter? Ah. Lianen warnen. Eieiei. Hep. Okay. Das. Was? Was? Ja. Kann ich das greifen? Ja. Oh shit. Alles klar. Und weiter geht's. Deswegen brauchten sie wohl einen Kletterer. Ja, deswegen brauchten sie einen Kletterer. Und sie fanden Mo Tensen, der für sein Leben gerne klettert. In der Badewanne. Wer darf noch Auto fahren? Moment. Wer sitzt in der Badewanne? Alter, also, würdet ihr einen echten Felsen so hochklettern? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen würde. Dafür gibt's VR. Hi Montag. Hi Montag. Wollte nur mal kurz guten Abend sagen. Guten Abend. So. Was für eine Aussicht. Oh, guck mal. Fünf Schwule sitzen in der Badewanne. Wer darf noch Auto fahren? Hä? Der Gipfel. Aber wo ist Urit? Muss irgendwas von hier oben gesehen haben. Der Letzte, da die anderen den Arsch schon voll haben. Ist das ein Signal von dir, Urit? Da muss es etwas geben. Du hörst mich nicht lachen. Ein Jägerzeichen. Ja, was? Verfolger, Donnerkiefer, Krallenspitzer. Du warst schon immer sehr gesprächig, Urit. Halte zum Reisen? Muss jetzt einfach wieder zurück, oder was? Hallo, ich bin ja extra hochgeklettert. Geht's noch? Ich will da oben hin. Guck mal, das sieht aus wie so eine alte Bunkeranlage auf dem Felsen oder so. Ja, also da ist tatsächlich so ein Tower. Ich will dahin. Naja, offensichtlich reisen wir jetzt. Zurück ins Lager, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Trotz all ihrer Macht zerfällt ab. Der Rauch war oben auf diesen Ruinen zu sehen. Und laut Urits Zeichen hat er einen Donnerkiefer verfolgt. Sind wir jetzt einfach hier, oder was? Erinnerungsgriff hierher kommen. Cool. Guck mal, hier ist ein Zorn. Wer daneben greift, stürzt ab. Teil, krass. Eieiei. Ist das derselbe Turm, den ich eben gesehen habe? Also, ich glaube, wir standen eben da. Ist ja ulkig gelöst. Also, dass man jetzt quasi einfach so hinbeamt. Schauen wir mal. Alte Maschinen auf dem ganzen Berg. Zum Glück sind sie tot. Aber ich finde sie immer noch gruselig. Da ist wohl so ein Geschütz. Ja, das ist der Turm. Visuell ist's wirklich schön gemacht.
Absolut, schade, dass man sich nicht alles genauer angucken kann. Ein vollwertiges Horizon in VR wäre ein Traum oder Cyberpunk. Ja. Wäre es, aber... Was soll ich sagen, ey? Es ist, wie es ist. Ich nehme das mit, was da ist und freue mich. Das sind irgendwelche... In meiner Zeit als Soldat bin ich nur wenigen Maschinen begegnet. Nie in dem Ausmaß wie hier. Wenn die Maschinen jetzt tatsächlich Siedlungen angreifen, wird das Sonnenreich wie die Alpen enden. Ein Helm. Lauter Helme. Wie cool. Ich möchte ihn gerne aufsetzen. Ja, geht nicht. Naja. Dafür weg. Eine Echohülse. Eine Echohülse. Nicht für Zersprengerpfeile. Okay, Sprengpfeile. Wollen gleich mal gucken, ob wir die bauen können. Die beiden Spiele kannst du per Mod am PC spielen. Welche? Okay. Ein Schritt näher. Okay. Ich dachte, jetzt kann ich einen Sprengpfeil bauen. Herstellen. Kann ich auch. Cyberpunk und Horizon. Achso, ja, per Mod. Zählt leider nicht. Das ist nichts, was ich mir antun möchte. Alright. Ohne PCVR schlecht. Alright. Müssen wir erstmal hier alles genau angucken. Diese verrosteten Maschinen sehen auch super cool aus. Guckt euch das mal an. Aber interessant, warum die da quasi in der Bewegung alle stehen geblieben sind. Was war da los? Da vorne ist auch wieder irgendwie so ein Geschütz oder sowas. Das ist ja... Ich finde, es macht voll Spaß, sich vorzustellen, auf welchem technischen Level die Menschheit war, als das hier alles zugrunde gegangen ist. Ich kenne die Story von Horizon, ohne dass ich selbst gespielt habe. Ja, ich habe mir irgendwie so ein Video angeguckt, wo jemand die ganze Story mal erzählt hat. Deswegen kenne ich die ungefähr, weil ich es wirklich nicht fertig bringe, das selber zu spielen. Es geht einfach nicht mehr. Halb. Na komm schon. Ja. Ich finde manche Mechaniken hier, die sind ja ganz gut gemeint, ne? Ein wirklich harter Kampf gewesen. Aber wir haben auch ein paar Spiele. Kaum vorstellbar, dass jemand diesen alten Maschinen lange standhält. Die das schon besser machen, auch finde ich. Oh. Oh, jetzt sind wir mal direkt dran an so einem verrosteten Ding. Ui. Okay. Donnerkiefer sein, dem Hugel folgte. Ich bin gespannt. Irgendein Riesenvieh. Oh. Diese Ruinen scheinen einst verstärkt worden zu sein. Sie haben die Maschinen damals nicht abgehalten. Halten sie jetzt auch nicht ab. Geil. Ich hätte auch ehrlich gesagt voll Bock, in so einem Environment so ein richtig saftigen Shooter zu spielen. Ja, jetzt hier einfach so moderne Waffen zu haben und dann einfach nur zu ballern, hätte ich auch voll Bock. Ich freue mich auch auf dieses chinesische Spiel. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Das kommt ja im Sommer raus. Also so eine Art Call of Duty für VR. Ich habe total Bock drauf. Na komm schon, Zeitlupe. Okay. Das sieht so fett aus. Nice. Guten Abend. Guten Abend. Horizon Zero Dawn ist eines meiner Lieblingsspiele. Horizon Zero Dawn. Ja, wie gesagt, ich habe ja in beide immer reingespielt, aber ich bring's echt nicht fertig, das in 2D zu spielen. Ich krieg das nicht mehr hin. Ich verrecke immer, wenn ich mit der Spielfigur da dann am Bildschirm leben muss. Das geht einfach nicht mehr. Keinen Bock mehr auf sowas. Das spielt lieber 100-mal lieber. Wow. Alter.
Bleib mal entspannt, Digga. Die Zeitlupe im Sprung lässt sich jetzt auch abschalten. Okay. Ja, ich finde sie halt so ein bisschen zu langsam, die Zeitlupe. Also. Kiefer ist weg. So ein bisschen ist ja nett. Aber da steht man ja wirklich fast in der Zeit. Klettern ohne Ende. Ja. Ist doch eigentlich ganz gut, ey. So ein bisschen Mini-Workout noch hier abends. So. Da. Oh mein Gott. Komm schon. Ich hab voll Bock, in den Bunker reinzugehen. Ich hoffe, man kann auch ein bisschen reingehen. Eigentlich. Ah, irgendwo höre ich hier ständig diesen Dino. Ich schätze mal, da oben ist wahrscheinlich wieder so eine Arena, wo ich gegen den kämpfen muss. Oder? Schauen wir mal. Nö, alles gut. Keiner zu Hause, oder? Da glänzt was am Tor. Ich guck mir erstmal alles an. Und wir sind jetzt wirklich schon ganz schön hochgekommen. Das ist doch das Ding, was man die ganze Zeit von unten gesehen hat. Wie gigantisch ist denn das vor allen Dingen? PSVR hier und da. Punkt. Das beste Spiel ist Battlezone für die PSVR 1. Das stimmt. Ein Stück weiter. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber ich glaube, das beste Spiel gibt es sowieso nicht. Es gibt tolle Spiele. Halt zum Reisen nach Dämmerungsangriff gedrückt, okay. Ballistenbolzen. Diese Dinge haben es in sich. Ballistenbolzen? Ja, glaube ich jetzt auch. Da guck mal, so ein bisschen reinlaufen können wir hier. Irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, wenn da hinten dieses Riesenvieh abhängt. Nehme ich mit? Okay. Was soll das hier? Achso, hier können wir schon wieder weiterklettern. Ich habe nämlich an der Tür... Achso, hier können wir uns runterlassen. Da leuchtet immer sowas. Und normalerweise ist das doch immer so ein Hinweis eines Spieles, dass man darauf schießen soll. Ich glaube aber... Explosionspfeil. Den habe ich verschwendet. Scheiße. Ja. Scheint es eine Balliste zu geben. Oh, tatsächlich. Woher kommen diese neuartigen Verteidigungssysteme? Du musst hochklettern zum Katapult. Ja, ist mir schon klar, aber muss ich das Ding hier mitnehmen? Nee, ne? Ich gehe mal hoch, da wird schon ein Pfeil sein. Ich es nicht wüsste. Hier stand eine Balliste. Immer diese neumodische Technik. Muss ich irgendwas machen? Ich hab das mitgeschleppt. Irgendwie / einhändig geklettert. Man untersucht viel zu wenig die Umgebung. Immer dieses Rücksitzgespiele. Okay. Wie schieße ich denn jetzt ab? Ja, warte. Genau da. Okay. Vor allem ein automatisch nachladende Balliste. Das ist ja schon richtig Hightech hier. Okay. Das war's schon. Schau mal. Fahren wir hier runter. Das Vieh nicht was mehr. Ist Rücksitzgespiele? Das weiß ich auch nicht. Puh.
Wieso habe ich einen Hammer hier? BSG. Warum? Ich nehme ihn mit. Aber ist schon schön gemacht. Ja, vor allen Dingen, also zumindest im Moment gibt es echt viel coole Sachen zu entdecken einfach. Alter, guckt euch das mal hier an. Hier ist irgend so ein Jet oder sowas. Hier auch. Das Ganze ist krass verrottet. Die sind schon... Ah! Ich hab losgelassen. Die sind schon fast versteinert, die Gegenstände. Ja, ich hab's verstanden. Nicht loslassen. Beziehungsweise erstmal hier greifen. Wie soll man sich dann aber hier immer konzentrieren? Ein schon besuchtes Spielerareal nochmal betreten. Und guckt euch mal bitte hier diesen rostigen Balken an. Ja? Ich finde das echt erstaunlich, wie hoch die Texturauflösung in diesem Spiel teilweise ist. Also, dass man auch, wenn man wirklich hier direkt davor ist, 10 cm, dass man nicht diese typischen unscharfen Pixelstrukturen erkennen kann. Okay. Er hat auf mich gewartet. Ich denke mal, ich bleib hier oben. Schießt der? Was soll ich denn jetzt machen? Mir fehlt noch die Brille. Einfach weiterklettern, oder was? Ja, klar, warum nicht? Hier ist ein Metalldinosaurier, also bewege ich mich mal drauf zu. Hey, Joe. Passt, passt. Auf die Wand, Rias! Ja, Rias. Sprich mit dir selber, Rias. Wo muss ich denn hin? Also, ich kletter jetzt gerade runter, obwohl ich zu mir selber gesagt habe, ich soll hoch. Ja, das war falsch. Das ist aber auch... Da waren ja zwischen mir und dem Boden irgendwie so 1,50 Meter. Auf die Wand, Rias! Wohin dann? Ach, da. Ach, das habe ich nicht gesehen. Okay. Da. Ja, die rostigen... Dreht. Astalarias, so. Er folgte dem Donnerkiefer. Und er folgt jetzt mir. Die Stimme. Der muss noch mehr sein. Was mich nämlich anspielen wie Skyrim oder so fasziniert hat, ja. Wenn du da sowas gesehen hast hier, dann war klar, dass du da rein kannst, dass du irgendwie in einen Bunker kommst und irgendwelche crazy Höhlen entdecken kannst und so. Das ist hier schon ein anderes Gefühl. Für deinen ständigen Content. Bis demnächst. Sehr gerne. Das ist hier schon anders, ne? Also es sieht alles bombastisch aus, aber für mich fühlt es sich jetzt das ganze Ding hier schon mehr nach einer interessant aussehenden Kulisse an und nach keinem Ort, den ich wirklich so in deep entdecken kann, was echt schade ist. Das wäre halt noch die Krönung. Ich hoffe, wir werden das noch erleben, dass es so komplexe Spiele geben wird wie Skyrim, aber mit moderner Grafik. Unter eine Kiste gerollt, bin im Zimmer auf dem Boden herumgekrochen und trotzdem außer Reichweite. Ich habe seit heute Stickschrift an einen Sense-Control. Facebook le crying. Vielleicht bei der Fortsetzung dann. Mal gucken. Boah. Was ist das denn? Guck dir das mal an.
Wenn man jetzt dabei noch kifft, ist es NCH besser. Ich kiffe leider nicht. Ohne Retro-Stick-Drift in VR ist besonders übel. Wie komme ich denn hier weiter? Ach da. Wow. Hep. 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 Yep. 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 Okay. Okay. Up. Oh. Meine Güte. Ach, da ist der Turm. Okay, ich war noch gar nicht bis dahin gekommen. Gut, gut. Was sind das hier? Ist das hier? Das ist auch schon wieder irgendein abgestürztes Flugzeug. Uäh. Okay. Hätte nie gedacht, dass ich mal in eine alte Flugmaschine gelandet habe. Guck dir das an. Ich glaube, die wird gleich umkippen. Wozu sind sonst am Boden Kletterdinge? Macht doch keinen Sinn. Ja, ich wusste es, ey. Ich wusste es. Wie witzig. Wobei, oh, shit, 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 okay. Ja, tatsächlich, ne? Oh, scheiße. Oh, ich habe schon wieder zu früh losgelassen. Ja, das ganze Spiel ist schon so ein bisschen wie so eine Disney-Attraktion, ne? Endlose Ausdauer beim Klettern. So ohne Risiko macht es wenig Spaß. Okay. Wir alle wissen doch, altes Leid, Fortschritt gespeichert. Dass der Kampf mit dem Vieh wahrscheinlich nicht ausweichbar ist, ne? Wow. Die Sonne blendet. Schon wieder eine Konstruktion. Wahrscheinlich nicht zwinkerndes Gesicht. Wahrscheinlich nicht. Glaube ich auch nicht. So, geschafft. Muss ich das irgendwie feststellen? Ah, macht er automatisch. Pass mal auf. Ist halt eine Grafikdemo. Ja, es geht schon drüber hinaus auf jeden Fall. Aber. Wie gesagt, dieses Element, das man hat, dass die Welt komplett entdeckbar ist. Naja, ist schon mehr. Das hat es halt nicht, ja. Es ist halt einfach linear. So. Ist jetzt nicht schlimm, aber ist definitiv mehr als eine Grafikdemo. Bock, weil alles so gut aussieht. Ja? Stellt euch mal vor, mit dem Grafikstil und mit dem Detailgrad halt so ein Skyrim. Unfassbar. Unfassbar. Noch ein Rad. Da steckt zu viel Arbeit in dem Spiel. Alltag für die Alten war. Im Spiel hast du dich schon mal erschrocken bei der VR-Brille 2 bei der PS5. Gegen Ende fand ich es sogar richtig gut. Was mir immer so ein Ding da hat. Ja, Grimhart gemittet kommt in die Nähe. Grimhart gemittet? Ich mag dieses Spiel, so hätte ich mir ein Tomb Raider vorgestellt. Wo kann ich denn den hier mal zwischen klemmen? Irgendwie bin ich zu blöd. Hier ist so ein Ding, sie. Oben einlegen. Einfach oben einlegen. Ich kann den aber nicht hochheben, komischerweise. Doch, jetzt hat es geklappt. Okay, okay. Wow. Der war irgendwie zu schwer für eine Hand.
Donnerkiefer ist noch da oben. Das mit der Ausdauer so wäre leicht einzubauen gewesen. Vielleicht gibt es ja hier noch so einen Game Plus Modus. Also im Prinzip hast du recht, aber es gibt ja so viel Gekletter hier. Ich habe schon das Gefühl, dass das dann irgendwann auch nervig gewesen wäre. Wenn du die ganze Zeit so auf Ausdauer achten musst und so. Ja, ich habe The Climb gespielt, ich finde das auch ganz nett. Aber am Ende des Tages ist natürlich das Kletterelement. Einer klettert schneller, ein anderer langsam. Wie willst du das balancen? Na, wie gesagt, guckt euch das bei The Climb an. Für viele ist es das erste VR-Spiel. Das soll halt nicht überfordern. Ja, das ist tatsächlich ein Argument. Teilweise richtig lange Passagen. Warum ist denn der so wütend? Sinn. Angry Roboter. Yo. Warte auf Donkey Kong VR für die PSVR 2. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin will. Half-Life Alyx ist da nicht anders. Half-Life Alyx fühlt sich halt ein bisschen anders an, weil man halt als normaler Mensch durch die Gegend geht, so, ne? Aber The Climb wollte ich immer spielen. So, hier sind wir. Ein bisschen Aussicht genießen. Eigentlich ist da so ein Ding, was ich abschießen muss. Aber eigentlich sind mir die auch Latte. Boah. So. Jum, jum, jum. Da sind wir. Kann ich das von hier aus noch erreichen? Schwierig. Bam. Der Rauch ist dort vorne. So. Ich komme langsam näher. Nützlich. Die Mechaniken funktionieren auch allesamt wunderbar. So, gucken wir mal. Ich baue mir mal neue Pfeile. Gut. Wenn du sagst. Feuerfeile. Kann ich offensichtlich. Achso. Drücken. Geschafft. Ah, die Spitze. Also. Ich baue hier gemütlich Pfeile und da unten randaliert. Richtig. So. Das Auswählen durch Gesten ist wirklich Hammer umgesetzt. So muss VR sein. Also ich habe 3 von denen, 12 Strompfeile, 12 Feuerpfeile und 3. Ich habe gar nicht so richtig rausbekommen, was das war. Irgendwie schon irgendeine Art Explosion, aber so safe ist es nicht. Guck mal von oben, was der so macht. Nichts Spannendes. Vermisst massiv den Text-Chat, strahlendes Gesicht mit lachenden Augen. Eigentlich geht es gerade. Ich fange echt an, mich hier an den Chat jetzt zu gewöhnen. Ja, es würde besser gehen mit Text. Ideal wäre es, wenn ich... Für die PlayStation VR 2 zwingend eine PlayStation? Ja, schon irgendwie. Die PlayStation VR 2 läuft ausschließlich an der PlayStation 5. Die benötigt man. Sonst geht er nicht. Alright. Natürlich. Alter, guck mal, durch dieses fette Metalltor ist irgendwas durchgerumst. Meine Güte. Hep. Oh nein! Ah, Alter, wie oft denn noch? Was? Ja, nett. Okay, okay.
Lohefässer. Und was mache ich mit denen? Sehr geil. Ein Donnerkiefer. Ich habe einen Donnerkiefer erledigt. Oh. Als ob Sonnen... Ich wünschte, du hättest das gesehen. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Das war einfach. Und ich habe jetzt zwei Feuerpfeile verschwendet. Das wäre auch mit normalen Pfeilen gegangen. Naja. Na guck mal, hier kann ich durchfassen. Interessant. Viel Spaß beim Zuschauen und vergesst die Daumen nicht. Vergesst die Daumen nicht. Was soll das denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn das da oben? Nee. Ich will einen normalen Feuer, Bruder. Was soll denn das? Das war ein Treffer. Das war ein Treffer. Wieso ist da oben eine Kiste, auf die ich gar nicht komme? Oh, okay. Kann ich nicht zur Kiste kommen? Kann die Kiste ja zu mir kommen? Mit deinem Greifhaken holen. Ja, hat ja auch so geklappt. Sie konnten hineinklettern und sie steuern. Das ist ein Schlüssel. Guck mal. Wie diese Welt wohl gewesen wäre? Ich finde es interessant. Für uns sieht das ja alles voll normal aus, ne? Also, der Schlüssel. Normal. Rüstungsupgrade, yeah. Ich glaube, das hier, finde ich, sieht immer aus wie so ein gepanzertes Fahrzeug, wo der Kanonenturm irgendwie raus ist oder so. Nice. Jetzt brauche ich die Axt. Komm schon, lass mich durch. Sendes Gesicht. Wenn die alten Maschinen dort hochgekommen sind. Verderbter Steig. Und wisst ihr was? Schau sie dir an. Ich habe Maschinen noch nie als Schwarm gesehen. Aber das haben sie vielleicht in Dämmerungsdorf gemacht. Ich würde es gerne mal als Animation sehen. Irgendwie so eine Rückblende oder sowas, wie hier die ganzen Viecher diesen Berg hochklettern und angreifen. Daumen hoch, bin wieder weg, at Pistol. Ja, bisschen gut trainieren, okay. So, wo geht's jetzt weiter? Da nicht. An diesem Viech hier? Okay. Was? Schon ein bisschen rostig, ne? Das wisst ihr, oder? Ist er safe? Guten Abend, D. Guten Abend, D. Hep, 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 hep. Ein bisschen klettern. Ist gesund. Danke, Arminius grinsendes Gesicht. Danke, Arminius. Alter, ich kann so einen Raben abschießen. Hm. Nö. Hast du Horizon noch nicht durchgespielt oder spielst du jetzt einfach zum Spaß im Stream? Ich hab nicht weitergespielt seit dem ersten Let's Play. Das hier ist mein zweites Let's Play, ja? Ich glaube, das erste ging 2,5 Stunden oder so, das ist, wie weit ich schon Horizon gespielt habe. Es gab halt immer wieder zwischendurch was anderes, was ich mir angucken wollte. Nach Lounge wollte ich halt in alles mal reingucken, aber ich finde es auch ganz geil. Jetzt habe ich für quasi jede Stimmung ein Spiel hier. Immer wenn mir nach irgendwas ist, kann ich das passende Spiel dafür aussuchen. Daumen hoch. Wow. Oh nein, ich muss schon wieder springen.
aber erst. Vielen Dank für sämtliche Vorstellungen für interessante Spiele. Sehr gerne. Sehr gut. Wir sind ja auch noch gar nicht fertig, ey. Ich habe immer noch ein paar Spiele hier, über die ich noch kein Video gemacht habe. Und es kommen permanent neue. Fürchterlich. Es gibt viel zu viele VR-Spiele. Ey, Alter. Vogel. Wow. Ist da jemand? Das Krasse ist, dass Horizont zwar von Anfang an krass ist, aber die letzten 30-40% des Spiels sind mit Abstand am geilsten. Freu dich also. Oh. Na, das klingt ja cool. Also, ich finde es schon aufregend genug, hier diese ganzen geilen Sachen zu sehen. Ah, jetzt müssen wir wieder dieses Tool nehmen. Ich finde nur die Selektion der Werkzeuge, die finde ich irgendwie nicht so gelungen, muss ich sagen. Ja? Ich habe das Gefühl, das hätte man besser machen können. Also ich muss jedes Mal nachdenken, wenn ich hier dann drücken, dann den Stick nach rechts, dann drücken. Ich habe das Gefühl, das hätten sie besser machen können irgendwie. Meinetwegen wirklich, indem man so zum Gürtel greift, dann hat man den, zum Rücken hat man den Pfeil und Bogen oder so. Weiß ich nicht. Ja, dass ich hier eine Taste drücken muss, dann mit dem Stick und dann noch mit der Bla bestätigen, ist mir irgendwie zu viel gefummelt. What? Ah, und hier gibt es wieder ein bisschen Spielzeug. Schön. Echt jetzt? Es ist buchstäblich. Ich muss jetzt, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Scheiße. Ich krieg's gar nicht hin. Ja, ja, alles kaputt. Wieso mache ich das eigentlich? Ey. Ich bin den Entwicklern voll auf den Leim gegangen. Die haben das Zeug hier nur hingestellt, damit man ein bisschen was zerdeppern kann. Und ich mach das auch noch. Gut. Das müsste ich genau unterhalb des Rauchs sein. Für ein kleines Feuer. Feuer ist gut. Feuer ist gut. Ah, von denen mehr zu haben ist auch gut. Oh, Alter, hier ist ja jede Menge. Hallo? Irgendwas verpasst. Ich spiele ja im Sitzen. Wie bückt man sich denn? Aber oft, wenn du ZB an einer Stelle bist, wo du diese Spitzhacken brauchst, einfach hinter deiner Schulter greifen und musst es AI. Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut. Das ist automatisch. Das glaube ich auch. So, bin ich gerade blöd oder warum kann ich die nicht nehmen? Achso, es kann sein, ich schon wieder genug hab, ne? Schauen wir mal. So. Wir bauen wieder ein Feuerpfeilchen. So. Ich hab's. Naja. Ich bin voll. Wobei, nee, hier kann ich noch welche bauen. Ein Schritt näher. Drei Stück. Gut. Ist das alles? 12, 12, 6. Lol-Bindestrich, mach einen Sprung an die Felswand über einem tiefen Abgrund, greif über die Schulter und siehst einen Bogen in deiner Hand. Oh, da ist der Rauch. Und das hier ist eine große Arena und da... Das ist dasselbe? Wie soll das denn gehen? Den soll ich doch jetzt nicht bekämpfen, oder? Nein, nein, bitte nicht schießen. Warte mal. Ich wähle diesen Pfeil. Okay. Aua! Das ist die Chance. Scheiße. Was ist das denn? Hier, was schießt der denn, ey? Sie liegt am Boden.
kann ich nicht. Yeah. Okay, das ist nett. Boah, wir sind voll unter dem Vieh, was soll das denn? Sie macht keinen Schock. Du kannst auch die Katapulte nutzen. Die Katapulte? Diese Türme drauf, um eine Sozialwaffe zu benutzen. Sozialwaffe? What the fuck? Ich hab hier noch gar nicht alles gesehen, ey. Ich muss das Blatt wenden. Da kann ich nicht hin. Ach doch, ich kann hier ganz langsam hingehen. Hä? Okay. Mach schon! Spezialwaffe mal lol. Boom. Okay, na gut. Komm her, Bruder. Boom. Okay, ist das lustig. Stirb! Okay, okay, das ist nicht so gut gelaufen. Jetzt taumelt sie! Okay, ich kann diese Tanks oder was das hier sind ausnutzen. Meine Güte, mittlerweile ist meine ganze Deckung hier flöten gegangen. Nö, 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 nö. Ist nicht euer Ernst. Hightech? Der hat die ganze Deckung schon weggeschossen, das Vieh. Oh Mann, ey. Okay. Komm schon, Reas. Ah, das war nicht so gut. Hier standen vorhin Äpfelchen. Die hätte ich jetzt gerne wieder. Damit geht's weiter. Mir geht's nämlich nicht so gut. Ich habe hier noch einen Bunker, hinter dem ich mich verstecken kann. Und hier sind aber interessante Pfeile. Shit. Ich nehme mal die hier. Ich habe die falschen Pfeile ausgewählt. Das war hoffentlich nicht wichtig. Scheiße. Scheiße, scheiße. Oh nein. Fuck, ich schieße aber daneben. Ah ja. Das war doch mal gut. Ich würde dem gerne dieses Geschoss und was auch immer da oben ist abschießen. Aber... haben wir nur noch Feuerpfeiler. Na dann. Scheiße, scheiße. Oh oh. Jetzt geht's mir nicht gut. Auch Apple. Scheiße. Echt jetzt? Oh. Oh, yes. Es brennt. Huch. Komm mal hier rüber. Ich habe hier noch was Explodierendes für dich. Äpfel. Oh, shit. Sie taumelt. Sie taumelt doch immer. Noch mehr los. Äpfelchen. Ist aber auch schlecht tot zu kriegen, das Vieh. Meine Güte. Ja, ein Feuer. Oh, nee. Ich muss das Blatt wenden. Ja, ich glaube, ich muss auch das Blatt wenden. Feuer gefällt dir nicht. Boah, Alter, ey. Das hat gesessen. Na gut. Das ist nicht diese Handarbeitsnummer hier. Bringt uns auch nicht so weit. Ich war noch nicht aufgegeben.
Scheiße. Ich glaube, ich muss noch auf den anderen Turm und ihr nochmal ordentlich Saures geben. Ich muss das Blatt wenden, Leute. Wie wende ich denn das Blatt hier mal? Wie komme ich denn hier? Okay. Ein bisschen. Okay. Gibt's doch nicht. Das Vieh hält was aus, ey. Lass mal. No. Jetzt gehen wir aber langsam die Option hier aus, Leute. Moment. Hier. Komm schon, Balliste. Shit. Total sinnbefreit. Mit all der Panzerung. Oh no. Ey, das schießt ja noch daneben hier. Gibt's doch nicht. Okay, einen habe ich ihm noch versetzt, bevor er mich hier wieder weggeschickt hat. Damit geht's weiter. Tschüss. Einfach nur Äpfel essen und schon wird alles gut. So, lange hat er auch nicht mehr. Nein. Mach doch nicht immer so einen Fehler hier, Mutensen. Wo? Ich will den Bogen nicht in der Hand. Das gibt's doch nicht. Bin ich bescheuert oder was? Ich kann doch jetzt nicht anfangen, hier Pfeile zu bauen. Gott. Oh. Aber wenigstens ist man in der Zeit, in der Zeitlupe. Wieso kann ich den Bogen nicht mehr weglegen? Ich brauch den nicht in der rechten Hand. Das ist ein Fehler. Ich habe vergessen, wie ich den umsetzen kann. Ich glaub's jetzt echt nicht, Leute. Und gerade jetzt habe ich's. Okay. Das war ja vollkommen unnötig. So eine Scheiße. Dann steht sie auch noch daneben. Verdammt! Ja. Das war klar. Alter, ey. Hier muss es irgendwo Antworten geben. So blöd muss man sich aber erstmal anstellen. Mir geht's nicht gut. Ich blinke. Boah, Alter, ey. Blatt wenden, Mo. Wenden. Die Sonne hat mich wohl noch nicht aufgegeben. Danke, Alice. So. Das war keine Heldentat. Nicht wirklich gut gelaufen, aber jetzt gucken wir uns das TV mal an. Meine Güte. Du musst das Blatt wenden. Kleines Mistvieh, du. Da war. Kann man so ein Ding hier irgendwie auch ausbeuten? Nee, ne? Ja, gut. Gut gemacht, gut gemacht. Äpfel. Sollte helfen. Ja, das sollte helfen. In Ordnung. Ich krieg langsam eine Übersäuerung hier bei den ganzen Äpfeln. Ja, Leute. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man es nicht machen sollte. Ich habe meine ganzen Pfeile verbraucht und habe mich einfach blöd angestellt. Naja. Ich hab's. Man kann nie genug haben. Man kann nie genug haben. Manchmal doch. Ich habe Lust, hier irgendwie ein Metallteil von dem mitzunehmen. Aber ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Dann holen wir uns doch mal was aus der schönen Kiste. Ein Lift? Noch etwas, das erst vor kurzem gebaut wurde. Allerdings. Noch eine Nachricht von Urit. War doch passabel. Etwas Muskelkater, aber kann doch weitergehen. Ja, das... Könntest du einmal im Leben nicht so kryptisch sein, Urit? War nicht so vorzeigemäßig. Ich sollte meine Suche fortsetzen. Schön zu sehen, wie sich jemand anderes schlägt. Strahlendes Gesicht mit lachenden Augen. An Apple A Day keeps the doctor away.
Was läuft denn mit dem Aufzug? Kommt jetzt runter? Ja. Okay. Puh. Drücke, um das in der Tat zu öffnen. Warum? Ach Gott. Was ist denn? Aufzug? Okay. Das Ding führt mich hoffentlich zur Anfahrt. Und nicht zu einem Hinterhalt. Hui. Niemand zu Hause. Sie haben das da gelassen. Geheimnisvolles Gerät. Was ist das denn? Marat wollte Antworten haben. Vielleicht stecken sie hier drin. Urit hat es wohl übersehen oder nicht verstanden. Vielleicht kann Radell es erklären. Ich sollte jetzt nach Dämmerungskräft zurück. Okay. Das war's? Okay. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Das war ein Teilabenteuer. Das ist eine große, verrostete Satellitenschüssel. Ich finde, was ein bisschen strange aussieht, aber das war auch in Skyrim schon so. Die Berge wirken perspektivisch manchmal nicht richtig. Wisst ihr, was ich meine? Die sind irgendwie zu nah dran. Aber das war in Skyrim auch schon so ein bisschen eigentümlich. Da hinten funktioniert das jetzt gut. Also der da ist richtig weit weg. Aber die sehen aus, als wenn sie irgendwie viel zu nah sind. Komisch. Ja, dann gehen wir mal zum Lagerfeuer und beamen uns hier weg. Möchtest du wirklich nach Dämmerungsangriff zurückkehren? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Nein. Wie finde ich das denn raus, wo ich hin will? Hatte ich hier irgendeinen... Nein. 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 Habe ich hier irgendwas? Beenden? Optionen? Gab es ja irgendwie sowas, dass man sich seine aktuelle Aufgabe aufrufen kann? War das nicht so? Aber eigentlich habe ich ja auch gar nicht keine Optionen. Ne? Das ist der Weg. Mhm. Kombiniere. Na gut. Also. Ich gehe zurück. Ja. Puh. Was ein Kampf. Du hast einen Donnerkiefer erlegt? Worum du mich gebeten hast? Wir wollten antworten. Durchqueren die Maschinen die Siedlung nicht mehr? Nun, dann habe ich wohl auch Antworten gefunden. Möglich. Radell? Diese Bauteile stammen von den Alten. Sie stammen von einem Osseram-Bastler. Osseram? Dennoch ging Urit nach Muttertränen im Noraland. Muttertränen ist eine Siedlung in Taltreff. Sie wurde während der roten Raubzüge verlassen. Sollten die Nora etwa dahinter stecken? Die Nora sind viel zu abergläubisch und würden so ein Gerät der Alten niemals anfassen. Und was ist das genau? Es ist ein Hochfrequenzkommunikationssystem. Wie eine Barke, nur für Maschinen. Also, deshalb kam Avads Spionmeister den ganzen Weg hierher. Du wusstest, dass du das findest. Wusste ich nicht, ich befürchtete es. Und Entscheidungen sollten auf Fakten, nicht auf Furcht basieren. Ich würde diese Fakten gerne hören. Die kleinen Köder, die ich kenne, können nur eine Handvoll Maschinen in unmittelbarer Nähe anlocken. Aber das... mehr davon gibt.
ist das ganze Sonnenreich in Gefahr. Und das vertraust du alles einfach so einem Schattenkarcher an? Als ich den Köder fand, war er mit den Ruinen der Alten verbunden. Mit einer großen Metallschüssel. Hat die den Köder stärker gemacht? Aber warum hat Urid den Köder ignoriert und ist jemandem in das Nora-Land gefolgt? Warum ist dieses Volk denn so wichtig? Du hast den Muttertränen gedient, oder, Rias? Ich diente... Habe das Gefühl, in den Zwischensequenzen ist die Auflösung etwas höher. Dann kennst du das Gebiet. Die Nora spüren noch die Wunden der roten Raubzüge. Taltreff wäre wirklich ein ungemein gefährlicher Ort für einen Schattenkarja. Doch wenn Urid diese Leute als wichtiges Ziel erachtet hat, müssen wir es auch. Ziehe für deinen Bruder, deinen Schwur zum Sonnenreich oder für dich selbst los. Und wenn du das tust, dann als freier Mann. Ja. Seine Erleuchtetheit Avad schickt keine Karja-Soldaten in das Nora-Land, aber ich kann niemanden aufhalten, der seinen Bruder finden möchte. Du sagst es. Nicht, Rias, aber halte dich bedeckt. Ich mag diese Auflösung in Dreiecke. Sieht irgendwie cool aus. So, okay, jetzt sind wir wieder den Muttertränen nach Urid suchen. Im Hub. Als freier Mann. Werkzeug benötigt, stelle das verfügbare Werkzeug bei Pfeil herstellen. Nur so komme ich über die Brücke zur Siedlung. Ein Wasterpfeil? Eckige Apple. Werkzeug benötigt. Ah oh ja, ist ja gut, jetzt hör auf zu nerven. Ich mach ja schon. Das müssen wir machen, oder was? Okay. Ganz schönes Puzzle. Ich muss das Interpfeil also nur nicht nervös werden, Rias. Ich muss das Griffband rumwickeln. Ah, warte. So. Ach, das hier fand ich eigentlich ganz witzig mit den Umwicklungen, ja, dass die einem so einen Pfad vorgeben. Und dann macht man es. Alright. Das haben sie nicht gemacht. Dann stecke ich das jetzt hier rein. Genau da. Und das kommt. Was? Scheiße. Oh, tut mir leid. Ich wollte es nicht kaputt machen. Ist falsch rum. Genau. Er müsste am Fels halten. Richtig. Okay. Hab ich was vergessen? Ja. Dieses Ding hier. Etwas straffer. Hier. Das ist doch in der Zeichnung nach vorne, oder? Enterpfeil verstauen. Enterpfeil greifen und der Schulter bewegen. Wie soll das Ding denn funktionieren? Naja. Nicht mein Problem. Ich hab's original auf den Boden geworfen, Leute. Na gut. Ey, gib. Was ist denn los, ey? Ich bin heute so ungeschickt. So, das händische Kraften in VR ist echt cool. Andere Games setzen einem da nur einen Fortschrittsbalken vor die Nase. Ja, also dieses Umwickeln zum Beispiel haben sie gut gemacht. Drücken oder um Gespräch zu beginnen. Sprechen wir doch mal. Jo, Mädel. Sag okay. Was. Kann nicht. Der Köder stammt von einem Osseram wie dir? Das habe ich gesagt. Und Urid verschwand, nachdem du auf dem Sonnenspeer warst. Aber du und der Köder nicht? Erwischt. Geh schon zu Marat. Ich bin die geheime, einarmige Puppenspielerin. Nein, stimmt nicht. Ich habe das alles im Gefängnis ausgeheckt. Du hast von Marat alles bekommen. Was willst du von mir? Köder bauen. Dein Arm. Dein Arm? Ich will den Arm? Was macht der Arm? Von einem Grauhabicht angegriffen, von der Klippe gefallen und von einem Fels zerquetscht. Also nur ein bisschen besser als ein Gespräch mit dir. Weißt du, ich verstehe, warum du auf den Berg gelassen wurdest. Man hat mich zurückgelassen, weil die Stadt wichtiger war. Urid, die anderen... Sie verstehen das größere Ziel. Urid weiß doch nur,
wie er selbst gut dasteht. Köder bauen. Kannst du so einen Köder bauen? Wenn ich Zeit habe und die richtigen Teile. Doch diese alten Bauteile kannte ich bisher nicht. Könnten wir den Bastler und den Ort rausfinden? Vielleicht. Die Werke weisen auf den Bastler hin und der ist gut. Aber etwas ist seltsam. Es ist gut, aber improvisiert. Im Freien gefertigt, nicht in der Werkstatt. Osseram. Aber der Köder ist nicht aus dem Anrecht. Okay. Dann gehe ich jetzt. Tschüss. Hey, wer auch immer dahinter steckt, ich finde ihn. Zwei Schwerter aus demselben Metall. Eins wird zu einer ausgezeichneten Waffe. Das andere... Du schreitest noch in Urits Schatten. Und ich weiß, wem ich traue. Was sollte das dann gerade für ein Gleichnis sein? Ja, wir gehen jetzt besser. Hier war doch noch so ein Dude. Hey. Beginnen wir ein spannendes Gespräch. Ich glaube, die Gespräche sind echt nicht so aufregend. Hallo. Hey. Was? Ah ja, jetzt. Also, du bist frei? Nur wegen dieser Schriftrolle? Marats Wort ist im Sonnenreich von großem Wert. Als du mich mitgenommen hast, warst du nicht so überzeugt. Naja, du hast einen Donnerkiefer besiegt und die Siedlung gerettet. Zuvor habe ich dich nur hinten im Boot meckern gehört. Taltreff, Köder. Was weißt du über Taltreff? Neutrales Gebiet, verlassen seit den roten Raubzügen. Ab und zu eine Nora-Patrouille, habe ich gehört. Du weißt vermutlich mehr über das Gebiet als ich. Du hast dort nicht gedient? Ich war kein Teil der roten Raubzüge. Ich diente nur im Sonnenreich. Das soll vorerst auch so bleiben. Du bist wohl neu in der Armee, wenn du meinst, du könntest da mitreden. Die Klamotten übrigens sind unfassbar. Das ist definitiv das Aufwendigste, was ich jemals gesehen habe im Feuer. Hat Marat dir je von diesen Ködern erzählt? Du warst doch Soldat. Wie oft haben sich deine Vorgesetzten gerechtfertigt? Hör zu, wenn der tadellose Marat gewusst hätte, warum diese Maschinen gekommen sind, hätte er sicher nicht unser Leben riskiert. Okay. Radell und Urid. Was weißt du über Taltreff? Oh nein, jetzt neutrales Gebiet, verlassen seit den roten Raubzügen. Kann man das auch? Ab und zu eine Nora-Patrouille. Hab ich gehört. Klicken. Du weißt vermutlich mehr über das Gebiet als ich. Du hast dort nicht gedient? Ich war kein Teil der roten Raubzüge. Ich diente nur im Sonnenreich. Das soll vorerst auch so bleiben. Du bist wohl neu in der Armee, wenn du meinst, du könntest da mitreden. Ich geh jetzt weg. Diese Gespräche sind langweilig. Schreite im Licht. Oder zumindest außerhalb des Schattens. Ja, du auch. Hau rein. Gibt's noch irgendwas Schönes zu entdecken? In unserer Trophäenkammer? Hi. Ein rostiger Helm, Holzmann, an das Auge erinnere ich mich auch noch und das hier irgendwie nicht mehr. Oh, da wohnt der Typ. Hab keinen Bock mit dem zu reden, ne? Echt nicht. Was ist mit dem Schlüssel hier? Aus dem Sonnenreich gibt es Sammler von solchen Sachen. Guck dir mal das Holz hier an. Meine Fresse, ey. Sehr schön. So, die große Frage ist, ich guck mal kurz, wie spät es ist. 22.24 Uhr. Das heißt, ich bin seit einer Viertelstunde unterwegs oder so. Können wir noch ein bisschen, ne? Mission auswählen. Echt jetzt? Kann ich die auswählen? Sah aus, als wenn es da verschneit wäre. Cool. Bin gespannt.
Ein bisschen geht noch. Guck mal. Ich war seit dem Krieg nicht mehr. Cool. Ich muss Urit finden und die Ossern, die ich verfolgte. Was sie mit diesen Ködern vorhatten, kann nicht gut sein. Oh mein Gott. Weißt du, was mich richtig beeindrucken würde? Wenn ich jetzt hier irgendwo mit der Hand schabe und sich dann Schnee löst. Oh. Also, wenn man hier so Abdrücke machen würde. Unfassbar. Die Bäume sehen wunderschön aus hier mit dem schneebedeckten Zweigen. Und Birken sind sowieso immer schön. Super. Gottes Willen, Leute, ey. Jetzt habe ich gerade wirklich harte Skyrim-Vibes hier. Ah, ah. Wow. Super. Oh. Ah. Ah. Das sieht aus, als wenn da ein Bus oben auf dem Berg ist. Seht ihr das? Krass. Das versaut mir jetzt aber hier ein bisschen die Wikinger-Stimmung. Der Stammhut hat das größte und wehrhafteste Gebäude der Siedlung. Vielleicht sind die Osseram da oben. Ich sollte nachsehen. Was passiert denn hier jetzt? Hallo? Wie komme ich denn hier weiter? Irgendwas verpasst? Wir haben ja jetzt dieses Ding, aber ich habe das auch gar nicht benutzt. Ich weiß überhaupt nicht, was man damit machen soll. Hallo? Dein neues Werkzeug. Ja, das hat mir keiner gezeigt. Was soll das? Ah, wartet mal. Noch ein Ziel erwischt. Noch ein Ziel erwischt, freust du dich, ne? Ja, was? Wie geht das? Was soll denn das? Hau das da in das Rote rein. Hau das in das Rote rein? Wie denn? Was soll denn da so? Ich bin ein bisschen perplex. Klettern. Ah, oh, schon wieder. Okay. Höp, höp, höp. Zum Roten. Okay. Ah ja, okay, jetzt wird er gesprächig. Gut. Und dann? Das hier das Ziel anzuzielen. Sag mal. Das hat nicht funktioniert. Muss ich das werfen? Ah, okay, 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 alles klar. Dann rutschen. Zack. Und dann machen wir was. Klettern wir wieder weiter, würde ich sagen. Okay, okay. Ah, das ist ja eigentümlich. Da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das Wasser sieht echt kalt aus. Oh, und guck mal, wir sind über den Wolken hier. Unfassbar. Marat hat Wort gehalten. Ich bin frei. Ich hätte jetzt gern. Warum habe ich immer noch das Gefühl, eine Last zu tragen? Dass hier so Räuber stehen, die immer so verwirrt rumlaufen wie in Skyrim. Okay. Da hat man doch ständig so Räuberbanden. Ja, hier ist gerade ein bisschen empty. Ja. 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 Okay. Das ist aber, wie kommt man denn auf die Idee, dass man hier so einen Mechanismus hat? Merkwürdig. Voll aufwendig, weißt du, mit so einer Rolle. Und hast du nicht gesehen? Wir hatten doch eh schon so einen Enterhaken, der hat es doch getan. Weiterhin. Ja. So. Oh. Vorbeischleichen könnte einfacher als kämpfen sein.
Das Glas gibt mir Deckung. Ich weiß aber ums Verrecken nicht mehr, wie ich mich ducke. Wieso? Ist Strange kommt aber noch häufiger vor. Ja, aber es wirkt so ein bisschen... Weiß ich nicht. Also, jetzt diese Äxte dabei zu haben und auch dieses Enterhakenteil, das sehe ich noch ein. Aber so ein riesen Ding da, was man dann auch quasi hinter sich lässt, wenn man fertig verbunden hat, finde ich irgendwie unlogisch. Naja, was soll's. Kann mir jemand sagen, wie ich mich hinhocke? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das schon mal gemacht habe. Und ich habe gerade... Wirkt etwas random, das stimmt, fand ich auch. Oh, dann muss ich mich hier nicht hinhocken, das würde doch total Sinn ergeben. Gott, das sieht das gut aus. Ich spiele ja im Sitzen. Du musst dich nicht hinhocken. Okay. Dann stehe ich einfach nur im Gras oder was? Das erscheint mir jetzt irgendwie nicht logisch. Hallo, ich bin unsichtbar. Wie kommt man auf den Trichter? Du kannst mich nicht sehen. Ich bin ein Grashalm. Verdammte Viecher. Noch ein Wächter da vorne. Aber ich stehe ja im Gras. Das war toll. Voll immersiv. Ich habe mich so krass versteckt. Sogar Roboter konnten mich nicht sehen. Selbst wenn sie eine Infrarot-Sichteinheit gehabt hätten. Aber hey. Hups, hups. Ne, komm her. Jetzt verstecke ich mich als Fass. Oh, schön. Ich bin entdeckt. Nein, bist du nicht. Doch bist du. Aber ist doch egal. Sie kommen ja nicht bis zu dir. Auf da Feuer zu spucken. Kleines Schwindtuch. Genau ins Auge. Wenn man so in Sicherheit ist, auf die zu schießen, ist viel schöner als in der Arena. Jetzt hier schon wieder. Ah, ich ahne was. Okay. Drücken, lenken,
drücken. Rein damit. Und perfekt. Das war das ist jetzt echt so. Der Leibwächter von Sonnenkönig Jiran und hat seine Befehle nie angezweifelt, bis er es tat. Es muss viel passieren, damit Urid einen verrät. Seine Ehre verrät. Ich höre immer noch Geräusche. Was für eine Seuche. Wächter. Ich muss unter ihnen vorbeiklettern. Okay. Ich finde diese Figur in VR, die mit sich selbst redet, ein bisschen eigentümlich, aber tatsächlich ist das eine Methode, wie man halt hin und wieder einfach Hinweise kriegt als Spieler, ja? Wenn man nicht wüsste, wie man weiterkommt. Und in dem Kontext finde ich das ganz okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach ja. Aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen komisch. Ja. Okay. Ich bleib noch ein bisschen hier. Wie war das noch? Warum patrouillieren hier mitten im Nirgendwo irgendwelche Maschinen? Was ist der normale Job? Was denn? Okay. Moment. So. Alright. Langsam aber sicher gleiten wir zum Ziel. Voila. Frag mich gerade. Oh nein! Oh doch. Oh, kommt noch ein zweiter. Nice. Guck mal, jetzt zum Beispiel hat man Kämpfe, in denen man sich komplett frei bewegt. Das ist doch eigentlich ein gutes Feeling. Guten Abend. Uiuiui. Ich muss leider pennen. Viel Spaß noch und denkt an ein Däumchen für Montag. Hand pink waving. Ein Däumchen für Montag. Oh, Äpfel. Wir könnten ja auch mal was anderes ablegen. Ey, immer nur Äpfel. Da wird man ja zum Fruktarier. Das Wort kenne ich wirklich nur wegen Steve Jobs. Moin Montag plus Chat. Moin Dienstag. Oh. Tschu. Feuer. Ich habe ein Problem mit meiner Oculus Quest 2. Anscheinend haben die Linsen und das Display bei der letzten Nutzung etwas Sonne abbekommen. Oh. Das ist nicht gut. Mittig sind kleine gelbe Stellen wahrzunehmen, die nicht verschwinden. Hi. Ich vermute mal, dass das Display ausgetauscht werden muss. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ey. Also, ob solche Reparaturen überhaupt gemacht werden. Die Winterlandschaften sind echt schön bei Horizon. Ja, das sieht echt toll aus. Vor allen Dingen, das sieht doch jetzt auch aus wie so eine God of War Location hier, ne?
Nein, es gibt auch Birne. Okay, der kam spät. Nein, es gibt auch Birne. Aber warum sehe ich dann immer nur Äpfel, Äpfel, Äpfel? Ich kann schon keine Äpfel mehr sehen. So nehme ich. Ja, Äpfel, Äpfel, Äpfel. Vor allem, ich muss auch gar keine mehr essen. Ist das auch was ich brauche? Tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss ich da hinspringen. Oh. Beinahe. Oh. Die Rüstung ist bereit. Rüstung. Das hilft. Sehr gut. Ich mache mal wieder neue Pfeile, bevor wir wieder hier in eine Stresssituation kommen. Das Schlimme ist, es waren bestimmt nicht mal 5 Sekunden. Wollte kurz beim schönen Wetter zum ersten Mal wohlbemerkt und ich habe im Vorfeld. Das ist aber tatsächlich merkwürdig. Also in der kurzen Zeit. Kurz abgelegt, sauber gemacht. Angelegt und einen Schock bekommen. Ja, das Mist. Und komm schon. Ah, das habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich hoffe, in Zukunft kommen noch weitere VR-Spiele vom Kaliber eines Horizon. Ah, das ist allerdings eine gute Hoffnung. Das hoffen wir alle, ne? Ich könnte mir sogar noch welche vorstellen von einem größeren Kaliber, muss ich ehrlich sagen. Also a la Skyrim oder so, ne? Das wäre mein absoluter Traum. Vor allen Dingen, wenn sie nur die Hälfte der Grafikqualität hätten. Gemeinte Frage, ja. Kann man eine PlayStation 5 plus PSVR 2 auch ohne Monitor einrichten, also nur mit der PSVR 2 Brille? Ah, gute Frage. Ich glaube, du brauchst beim ersten Mal einrichten brauchst du Monitor und ab dann soll es ohne gehen, aber ich glaube, das habe ich in der Praxis noch gar nicht probiert. Beziehungsweise, ich musste immer bisher meinen Fernseher einschalten. Zumindest, wenn man sie das erste Mal aufsetzt, aber meistens hatte ich eh schon das alles angeschaltet, deswegen muss ich nochmal überprüfen. An sich soll es gehen, aber ich glaube nicht so ohne weiteres. Falls das mit der Reparatur möglich wäre, lieber auf die Oculus 3 warten oder eventuell zu 100 Euro dafür blechen. Nebenbei Nietzsches Gameplay zwinkerndes Gesicht. Ja, also genau so geht es. Skyrim wäre der Hammer, sieht schon auf dem PC mit VR-Modes sehr beeindruckend aus. Ich weiß nicht, ob Meta da so ein Reparaturprogramm hat, ja, für das Display. Das ist schon ein sehr wesentlicher Teil in der Brille. Falls das gehen würde für 100 Euro, wäre es okay. Ich weiß ja nicht, wie störend das ist jetzt, ne? Also ist bestimmt blöd, wenn man da jetzt irgendwelche Dinge auf dem Display hat. Aber im Zweifelsfall, also bevor man sich dann eine neue Quest 2 kauft, würde ich sagen, warte lieber die paar Monate, bis die 3er rauskommt natürlich, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es günstiger ist, irgendwo noch eine gebrauchte Quest 2 zu bekommen, als jetzt. Montag, danke für die Antwort. Werde ich wohl austesten müssen. Ja. Irgendwie kann ich noch mehr Äpfel essen. Ich dachte, die Federn nehmen es nur grün, während ich sehe gerade, dass sie sich auch noch gelb färben. Also ich kann noch geschützterer sein als geschützt. Meine Güte, Leute. Überall hängen hier diese Wächter ab. Als ob die nichts anderes zu tun hätten. Irgendwie bin ich mir nicht ganz klar darüber, ob das hier einen Effekt hat. Sollte helfen. Nee, ne? Das macht nichts mehr aus, oder? Ich weiß aber, dass... Montag, du bist der Beste. Super angenehm, dir zuzuschauen.
Ich liebe deine VR-Begeisterung. Das freut mich. Du solltest Hörspiele sprechen mit Dinas Tai. Stell dir vor, du hast einen gelben Punkt mitten auf deinem Sichtfeld. So schaut das aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Habe mich etwas belesen und es scheint so, als wird Schäden nicht haften. Ich habe tatsächlich... Geht ohne. Nur zur Einrichtung braucht man einen TV. Auf meiner alten Quest 1 hatte ich tatsächlich auch irgendwie einen kleinen Fehler. Da sehe ich manchmal hier so im Bild so einen hellen Strich. Habe auch keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Aber mit dem kann ich arbeiten. So, das hat mich jetzt nicht so gestört. Den nächsten Bereich durchqueren, dann bin ich da. Oh nein. Hier ist schon wieder so ein Ding. Ey, gib das her. Pump. Der Rabe ist ja cool, ne? Der lässt sich gar nicht stören. So. Ich weiß nicht, als ihr das hier gespielt habt, im Stehen, habt ihr euch dann geduckt? Ich würde es sofort machen, aber ich sitze auf dem Sofa. Weil das finde ich jetzt richtig schräg, dass die mich nicht sehen, weil ich hier im Gras stehe. Ich hätte fast Bock mal zu probieren, ob ich die nicht auch erschießen kann. Danke, Ed Berner Stefan. Ich habe mich geduckt. Sollte schwächer sein. Feuer gefällt. Oh. Vielleicht sollte man sich nicht mit drei auf einmal anlegen. Definitiv nicht. Scheiße. Keinen Feuerfall mehr, ist mir egal. Voll ins Auge. Ja, sehr gut. Geht doch auch. Seht ihr? Man muss nicht immer die Schleichsequenz machen. Einfach reinballern. Das hat mich jetzt... Ah ja, guck mal. Hier ist jetzt definitiv gelb weggegangen. Okay, dann gibt es doch zwei Layer. Also erstmal werden die grün und dann werden sie gelb. Steh auf, kalibriere neu deine Position und setz dich wieder. Und dann... Ist ja alles okay mit meiner Position. Ich meinte nur, ich kann mich im Spiel nicht hinhocken, wenn ich nicht im Stehen spiele. Also wenn ich im Sitzen spiele, so wie jetzt. Ah, was ich alles reparieren kann. Das ist mein Ausweg. Aber das ist schon beachtlich, ne? Also das Ding fällt hier runter und dass jetzt der Wächter da tot hängt, ist ja nicht vorgesehen, aber tatsächlich reagiert seine ganze Physik trotzdem darauf, ja, wenn das Ding runterfiel, der hat jetzt auch gewackelt. Im Sitzen ist angenehm. Hier steckt schon ganz schön was hinter. Ja, Leute, ich habe echt keinen Bock, irgendwie so zwei Stunden im Zimmer zu stehen bei so einem Spiel. Also bei Shootern oder so mache ich das. Aber hier nicht. Aber ich finde es auch unproblematisch eigentlich. Normalerweise hat man, wenn man im Sitzen spielt, einfach eine Taste, mit der man sich dann duckt. Ja, habe ich keinen Stress mit. Hätten sie doch hier irgendwas belegen können jetzt. Meinetwegen ein Thumbstick-Druckpunkt oder so. Die sind noch nicht belegt. Fände ich jetzt nicht schlimm. So. Ja, klettern mal wieder. Ja. Und schon sind wir. Geschafft. Ah, hier ist ein merkwürdiger Altar oder sowas. Seht ihr, das ist ein bisschen dunkel. Ja, irgendwas ist da Eigentümliches. Oh ja, was soll's. Oh. Eine Sprengschleuder. Könnte nützlich sein. Hä? Scheinen irgendwelche Eisdinger zu sein. Äpfel! Oh Gott! Ich hab mich wohl noch nicht aufgegeben. So. Nein, ich will dich gar nicht. Geh weg.
Aber mehr als zwei Federn gelb bekomme ich irgendwie nicht. Ist hier noch was drin? Ja, tatsächlich. Das ist ja cool. So was mag ich. Hier ist auch noch einer. Sehr schön. Nehme ich mit. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wann ist eine State of Play geplant? Du, keine Ahnung. Also momentan ist nichts offiziell. Ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt im Sommer, wo normalerweise die E3 ist, haben doch Sony etc. so eine eigene Show mal gemacht. Oder? Erinnere ich mich da falsch? Da wäre doch wieder Zeit, was zu erzählen. So, Sprengschleuder über die Schulter greifen, zum Greifen der Bombe L2 gedrückt halten. Okay. Sprengschleuder über die Schulter greifen, zum Greifen der Bombe. Ach so, ich ziehe dann hier. Aha, ich hätte es lieber in der anderen Hand. Wie kann ich den weglegen? Was soll denn das hier? Achso, okay. 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 Wäre schön, wenn es AI für den Winter große VR-Spiele ankündigen würden. Drücke, um das Inventar zu öffnen. Okay, wir haben jetzt noch eine Schleuder dazu bekommen. Ich wähle sie. Ich nehme sie in die andere Hand. Aber warum soll ich denn jetzt meine ganzen Bomben hier vereiern? Ach Gott, auch die kann ich so drehen. Und dann habe ich hier Standardstein. Okay. Ist lustig. Kann man machen. Gibt es jetzt gleich einen Kampf oder... Warum ist hier so eine verdächtige Arena? Mich legt ihr nicht mehr rein, ey. Dieses Spiel denkt wohl, ich habe gar nichts gelernt. Oh, kaputt. Ja, das ist schon nett, Leute. Also, dass man hier alles anfassen kann und mit allem... Fälle sind immer hilfreich. Ja, das sind sie. Mit allem rum experimentieren kann. Ist jetzt nicht neu, aber... Das haben wir schon gut gemacht. Ey, die kriege ich nicht kaputt. Mal sehen, ob ich die mit diesem Ding hier zerschießen kann. Ha! Nicht wirklich. Aber er ist zur Seite geditscht. Und bis zum Fass. Fum. Nein, hat nicht gereicht. Gut, konzentriere dich. Du machst jetzt Folgendes. Du holst dir jetzt den Bogen und baust mal ein bisschen neue Pfeile. Ja? Irgendwann kommt ein Kampf und dann müssen wir bereit sein. Und da bauen wir auch neue Pfeile. Okay. Da haben wir keine. Da. Okay, alles klar. 8 Feuerpfeile, 12 Blitzpfeile und keinen von diesen Zersprengungsfeilen. Oh, ich hatte auch gar keine Lust auf sowas. Alright. Ich denke mal, ich gehe jetzt raus. Wenn jetzt gar kein Kampf... Er kommt. Ich wusste es. Wächter, das war's mit Schleichen. Waffentausch. Was willst du von mir? Ich will die Waffe nicht tauschen. Okay. Ich will lieber Feuer und Bogen. Oh, Alter. Der schießt genau. Ja, ist doch voll unfair. Ja, das sieht schlecht aus bei dir, ne? Shit.
Achso. State of Play mit Half-Life Alyx wäre der Hammer. Ja, ey, es wäre so viele Sachen wären der Hammer. Ich könnte mir auch noch ein paar Sachen vorstellen, die ich gerne hätte. Irgendwie, die Pfeiler bringt es nicht so richtig. Muss doch bald mal erledigt sein hier. Ich glaube, einen habe ich schon weggebügelt. Oh, da kommt noch ein neuer Schwein. Ach nee, der war nur gestunt. Hep. Wieso sind die schon wieder... Sind das neue? Der ist schon wieder voll aufgeladen, der Bruder hier. Okay, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen radikaler vorgehen. Brauchen wir einen Apfel zwischendurch? Man weiß ja nie. Und dann nehme ich den hier. Hey, jetzt habe ich einen Apfel in der Hand. Okay, gucken wir mal. Komm schon. Alter, guck mich an. Jetzt wissen alle Maschinen der Siedlung, wo ich bin. Ja. Alle außerhalb. Das Ding ist nämlich, man kann im Kampf sehr wohl frei rumlaufen. Es macht nur weniger Sinn, denn mit diesem Dash im Kreis ist man einfach viel besser dran. Alright, alright, was ist das hier? Habe ich das ausgekippt? Eine Birne. Ich glaub's ja nicht. Wie schön. Endlich mal was anderes. Oh, eine Birne. Lecker. So. Gleich meine ganzen Pfeile wieder vertüdelt hier. Gibt's doch nicht. Und Äpfelchen. Ich hatte das Gefühl, ich komme aber nicht über 2¼ Pfeile gelb, wenn ich was esse. Wozu mache ich das ja eigentlich alles? Das bringt doch nichts. Ah, oh, schon wieder eine Birne. Die Sonne hat mich wohl noch nicht aufgegeben. Nein, aber mein Koch hat mich aufgegeben. Ich esse jetzt keine Obst mehr. Das ist doch Quatsch. Achso, aber kann ich aus den Dingern was rausbauen? War das so? Nee, ne? Nö, scheinbar nicht. Dann holen wir uns was aus der Zauberkiste und dann geht's weiter. Na komm schon. Echt jetzt? Oh Gott. So eine falsche Seite. Mehr Rüstung. Mehr Rüstung. Und mehr was auch immer. Kletterwerkzeug gesammelt. Sonnenscherben. Sag mal. Hatten wir hier nicht so ein Menü, wo man sich auch customized und auflevelt? Ich bin verwirrt. Okay, da hinten gibt es noch schöne Sachen. Ach, das Ding habe ich jetzt gar nicht benutzt. Wie clever. Ja, ich habe einfach meine neue Schleuder vergessen. Aber wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Ich habe eine verrückte Idee. Nee, mit einem Apfel kann ich nicht schießen. Boom. Großartig. Huh. Oh Gott, wir müssen da hoch. Wir haben noch zu tun. Die ganze Strecke. Herr Jemine. Und Äpfel. Nö, Äpfel möchte ich nicht. Ich möchte... warte mal. Bogen. Ich wollte kurz die Pfeile wieder bauen. Jetzt vergesse ich das. Ja, das war's auch schon. Mehr Material haben wir nicht. Machen wir uns auf den Weg. Wir haben ja
noch was vor. Einfach hier hochhacken. Zack, 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 zack. Ich habe ja an der Pico und an der Quest sind ja so, wie heißt das? Fitness-Tracker mit ins Betriebssystem eingebaut, ne? Und ich finde das wirklich nett. Bei der Pico, ich spiele dann immer Indes. Oh Gott. Und gucke dann wirklich irgendwie am Ende des Tages, wie viel Kalorien ich verbraucht habe. Ich finde das irgendwie nett. Ja, da hat man echt das Gefühl, so ein kleines Workout gemacht zu haben. Einen geheimen Durchgang. Es sollte zur Loge der Stammmutter führen. Und zu den Ossaram, die da vielleicht lagern. Könnte man eigentlich bei diesem Spiel ja auch gut einbauen. Was für ein Ausblick. Stellt euch mal vor, das wäre hier wirklich eine Open World. Und ihr könntet auf jeden Fall da hinten hin und irgendwie unterirdische Bunker erforschen und so. Meine Fresse. Wo er hin zeigt, gehe ich hin. Oh, wenn ich diese Winde repariert habe. Genau. Repariere die Winde. Wo haben wir denn hier den Hebel? Da oben ist eine Winde. Hä? Okay. Gucken wir mal. Hep. Na komm. Web. Dann mache ich so. Und hab den Hebel. Okay, macht Sinn. Zack. Und jetzt komme ich zurück, indem ich springe. Oh, falscher Knopf. Ja, komm her, komm her. Yep. Alright. So, diese Mechaniken hier finde ich jetzt so ein bisschen aufgesetzt, um ehrlich zu sein. Sperre ist aktiviert. Wie mache ich die denn jetzt ran? Bin ich blöd? Echt? Schief, wen stört. Ja, aber jetzt die Türen mit diesem System hier aufzumachen, ey, come on. Hoffentlich steht niemand auf der anderen Seite des Tunnels und begrüßt mich. Was soll denn das? So, Bogenhammer. Oh, wir kommen mal diesem Vieh da einmal näher. Guckt euch das mal an. Hier ist jetzt schon einer von diesen Krakenarmen hier, ganz riesig. Es wäre so cool, wenn man auf den langlaufen könnte irgendwann. Verwundeten und Kinder verstecken. Die Kaja haben sie in Ketten gelegt und in die Hauptstadt gebracht. Und ich habe nichts unternommen. Ich habe Befehle befolgt, Maschinen wegen Teilen und Munition gejagt. Naja, komm schon. Hätte ich nur mehr getan. Gibt's hier irgendwo Feuer? Oh nein, guck mal. Eine Puppe. Vielleicht kann man später darauf rumlaufen, zwinkerndes Gesicht der Micke. Aha. Der Micke. Das ist süß. Guck mal, das ist irgendwie so ein Maschinenhirsch aus Stroh und Stoff gebaut. Das ist ja süß. Oh nein. Quill ist wieder da. Oh na, ich wollte den mal abschießen. Ich wünschte, man könnte sich auch so Obst einstecken. Ich finde es komisch, dass man das immer... Hm. Wo ist die Maus?
Wir hatten doch nichts. Ein Armband. Huch. Nicht mal die Falken wollten es stehlen. Okay. Ich habe letztens Ameisen entdeckt, Ameise. Ich habe letztens Ameisen entdeckt, Ameise. Was soll das bedeuten? Siedlung klettern. Fast zu schön, um wahr zu sein. Dort den Feind sehen. Nützlich für die Herstellung von Zerspringerpfeilen. Müssten alle Games so aussehen. Oh ja. Das wäre was. Das wäre eine schöne Aufgabe. Das kann man sich mit Tiltbrush einfach selber bauen. Also die Konstruktion hier von dieser Schale. Hier ist nichts drin. Auch nicht. Hier ist eine Kiste. Ey, bleib locker. Manchmal spielt die Physik aber ein bisschen verrückt. Eine Fackel braucht keiner. Ist auch nichts drin. Nur Obst. Und... was war das denn? Wahrscheinlich von einer Nora-Stammmutter. Perlen. Ob sie es wohl lebend rausgeschafft hat. Oh, guckt euch das an. Schön. Stammmutter-Perlen. Und eine Burner nehme ich noch mit vom Weg. Es ist unglaublich. Ich könnte hier einziehen. Ein bisschen aufräumen. Ja. Die Sachen ein bisschen sortieren und dann kann man noch hier schöne Zeit haben. So, ich habe den Topf müllig liegen lassen. Oh Gott, ich kann sogar den Stuhl aufräumen. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier alles aufräumen? Ja. So, da stellen wir auf. Oh, verdammt. Ja. Komm her. Dich stellen wir hier oben drauf. Wunderschön. Und jetzt nehmen wir uns eine warme Decke. Ne, die kann man nicht nehmen. Na super. Immersion kaputt. Voll. Oh. Okay, meine Schleuder ist jetzt voll. Dann gehen wir mal weiter. Nicht weit vom Ältestenhof entfernt, den Gipfeln bei Muttertränen. Ah ja. Eine Echohülse. Hast du die Flüssigkeit in den Kugeln schon erklärt? Nee. Brauche ich doch nicht schon wieder erklären, oder? Habe ich doch schon mal bei Red Matter gemacht. Das ist genau dasselbe. Allerdings bleibt die Oberfläche hier nicht gerade, ja, sondern wenn wir schütteln, kriegt die tatsächlich so eine leichte Wellenbewegung. Und das ist tatsächlich... Ja, aber das ist irgendwie anders. Ja, ja, es ist ein bisschen anders, genau. Aber es ist an sich trotzdem derselbe Trick, nur dass sie tatsächlich auch noch, wenn ich schüttel, dann einfach so ein Deformer noch auf die Oberfläche legen. Gehen die eigentlich kaputt, wenn man die so wegschmeißt? Nee, ne?
muss gleich nochmal das Ding benutzen, wenn wir schon hier so unendlich viele Eiskugeln haben, können wir den Effekt ja auch nochmal ausprobieren. Schüttelt mal am Ohr. Am Ohr? Okay. Geh weg. Ist schon gut gemacht, ja? Also wenn ich hier schüttel, höre ich das auch. Kinder gekocht oder was? Meine Güte. Oh, hier ist noch ein Teil. Scharfe Audi K bekommt einen PSVR 2 Update. Finde ich auch ein nettes Detail. Audi K war ehrlich gesagt nicht so meins. Das vermisse ich nicht. Aber Battlezone. Und The Persistence. Das ergibt den Zersprengerfall. Ich hoffe auch tatsächlich auf ein Indes für die PlayStation VR 2. Das würde ich so feiern, Leute. Und ihr werdet so genervt, weil ich dann täglich einen 7 Stunden Livestream von Indes machen würde. Nee. Aber eine halbe Stunde täglich könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, stellt euch mal ein Indes vor. Ja, das ist ja auch ein überschaubares Spiel von der Komplexität her. Mit dem Grafikniveau. Das war jetzt Verschwendung. Von dem hier, ja. Also locker machbar. Alle Elemente im Indes, das sind ja meistens nur diese gotischen Bauten und ein bisschen Inseln, sehen halt aus wie diese Felsen und diese Bauten. Gosh. Das wäre so toll. Bin gespannt. Das Team, was Indes Unchained gemacht hat, jetzt das polnische Team, die sind halt unglaublich fähig. Das sind ehemalige Demoszene-Leute auch. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die auf so eine Hardware hier losgelassen werden. Was geht denn jetzt ab? Oh, oh. Ein Prollrücken. Ein Prollrücken? Schön. Moment. Herr Prollrücken? Jetzt habe ich dich. Such die Schwachstellen, Rias. Das war hoffentlich nicht wichtig. Bin noch nicht fertig. Du Prollrücken. Ha! Die Taumel. Okay, okay. Schütte die Hände. Was? Was ist denn das für eine Mechanik? Oh no. Jetzt rennt der einfach weg. Ich knall ihn mal hier ordentlich. Guckt euch mal diesen Tank an. Oh Gott, sieht der gut aus. Ah. Moment, ich brauche mal ein bisschen fittere Pfeile hier. Ey, bleib locker, Mister. Yo. Gott, jetzt brennt hier alles, oder was? Oh no. Was? Wie unfair. Das sind ja richtig viele. Weiter auseinandernehmen. Kinder! Ich glaube, den Großen habe ich irgendwie gestunt. Ah ja, jetzt lebt er wieder. Gut. Finde ich jetzt aber auch nicht fair. Ich muss vor allen Dingen... Hier sind eigentlich so Dinger. Hat mich wohl noch nicht aufgegeben. Scheiße, 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 das war jetzt irgendwie blöd. Ein sehr guter Treffer.
Sehr guter Treffer. Genau so. Das war's für dich. Okay, beide kaputt. Wow. Der Brüllrücken hat alles in Brand gesteckt. Brüllrücken heißt der Junge. Gosh. Ich muss zu dem Wachturm, bevor jemand den Rauch sieht. Schon besser. Viel besser. Kann ich eigentlich diese Pfeile jetzt irgendwie einstecken und... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Sehr gut. Ich habe die nämlich nicht benutzt im Spiel. Nicht viel. Werde ich brauchen. Ja, das reicht. Da ist auch noch ein Ständer. Guten Abend, Mo. Wie geht es dir, Bro? Hoffe, sehr gut. Mir geht es richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe gar keinen Grund dafür. Aber ich habe heute auf dem Balkon gestanden und in die Welt rausgeguckt und rausgefunden, dass ich mich großartig fühle. Keine Ahnung, warum. Ist manchmal so. Morgen habe ich wieder meine dritte Stunde als Dozent für AR und VR. Und ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht ausgedacht, was ich den Kids morgen zeigen werde. Ich hoffe, mir fällt noch was ein. Wow, man kann alles machen. Oh, ich habe mich verbrannt, ich Idiot. Darauf gibt es ein kleines Äpfelchen. Und ein kleines Börnchen. Ich kriege nicht genug, ey. Ich kriege nicht genug. Nice. Ich bin ein richtiger Robotertöter geworden hier. Passt bloß auf, ihr Viecher. Oh Gott. Das riecht schon wieder nach einem neuen Instrument, ey. Noch ein Rüstungsteil. Und wo geht's jetzt lang? Hallo? Wo muss ich lang? Vor allem, wenn wir das Vieh hier auch mal angucken. Wenn sie dann kaputt sind, machen sie gar nicht mehr so viel her, ne? Eigentlich würde ich gerne mal den Tank aus der Nähe sehen. Ach, der ist explodiert. Schade. Der sah von Weitem so gut aus. Leider schon fertig. Ah. Ich weiß ja nicht, ob es hier vorgesehen ist, dass es noch irgendwann DLC oder so gibt. Ich hau ab. Schnauze voll. Oh, was? Nein. Was soll das? Hier drüben! Da kam jemand von den Nora-Ruinen. Ja, ich bin. Mal sehen, wer in die Falle getappt ist. Ibims. Ed Brownie, wie viele Spielstunden hat das Spiel ungefähr? Ein Schattenkarja. Ich glaube so 8. In einem Kaja-Käfig. Was würden die Nora tun, fänden sie dich hier? Wahrscheinlich das, was wir gleich vorhaben. Na was denn? Hol ihn da raus. Ich will wissen, warum er hier ist. Tod durch Snooze nun. Oh. Da oben! Bewegung! Sind es die Nora? Wir suchen keinen Kampf. Los, schnell! Über die Brücke! Ich habe knapp 10 gespielt. Okay. Mir wird bei Horizon Call, Off the Mountain und Resident Evil immer sehr schnell komisch im Kopf. Ah. Deswegen macht es keinen Spaß weiterzuspielen. Ja, da muss noch ein bisschen... Geschafft. Das sollte weiter zu diesem Wachturm. Er ist im ältesten Griff. Die Osseren könnten irgendwo da... Muss noch ein bisschen an deinen VR-Lags arbeiten. Na, was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Echohülse. Gut. Echohülse. Er ist auch immer vollkommen erstaunt, der Junge. Haben wir hier was zum Basteln? Genau. Ich hab's. Ja, auch sehr schön. Gut. Also. Oh, hier nicht. Reicht ja auch. Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht, spiele aber auch schon Jahre.
Es wird definitiv besser mit der Motion Signes. Ja, also ich hatte das eigentlich nur am Anfang ein bisschen, so 2016, und das ist super schnell weggegangen. Ja. Das kann ich bestätigen. Mittlerweile geht bei mir auch Gran Turismo. Ah, hack dich hoch. Also ich muss echt sagen, Leute, bisher nervt mich das Gekletter nicht. Ich finde es irgendwie immer noch witzig. PS VR 2 ist meine erste VR-Brille. Und ich spiele maximal jeden zweiten Tag. War bei mir auch so, ging schnell weg. Es war Marat! Er schickte mich zu dir! Dann geh zurück und sag ihm, dass ich keine Hilfe brauche. Weder seine noch deine. Warum? Um diese Osseram kümmere ich mich. Warte! Komm zurück! Wie sollte ein Stein? Tja, ich habe meinen Bruder gefunden. Und er ist so stur wie ein Esel. Ich muss ihn einholen, bevor ihm etwas zustößt. Ah, hier gibt's auch Feuer- und Eiskugeln, okay. Ich muss ihn einholen, aber vorher muss ich einen Steinpuzzle lösen. Diese Dinge habe ich nicht verstanden. Hier ist eine Markierung. Muss ich irgendwas schaffen, was höher ist als die Markierung? Schauen wir mal. Ich meine, so kann man natürlich auch Spielstunden erzeugen, ne? Puh. Erinnert so ein bisschen an das Spiel Tumblr. Kennt ihr das? Ja, so komme ich aber nicht weit. Das ist doch alles schief hier, Mensch. Junge. Schaffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, was es dann gibt, wenn ich das schaffen würde. Ich muss doch gar nicht so hoch, oder? Das mit den Steinen habe ich auch ausgelassen. Okay. Der ist schon relativ hoch, aber das sieht nicht so aus, als wenn ich da noch eine oben drauf stellen kann. Ja. Was kann man da machen? Den mal wieder runter. Kennst du Statik von der PSVR 1? Ja. Das sieht nicht sehr wackelig, das sieht nicht sehr stabil aus hier. Guckt euch das mal an. Oh, shit. Ah, blöde Steine. Mir doch egal, sagte der Fuchs. Ich mag gar keine Trauben. Ich würde gerne so ein Spiel abends spielen und dann träumen, dass ich in der Gegend hier unterwegs bin. Das wäre cool. Murat. Ich hab doch gesagt, darum muss ich mich kümmern. Moment, hast du gerade die Steuerung der Seilbahn zerstört? Murat! Sieht so aus. Verdammt, das ist selbst für ihn dickköpfig. Warum will er es allein mit dieser Gefahr aufnehmen? Hoffentlich funktioniert die Steuerungsbox noch. Übrigens hier diese Ziele, die vergesse ich ständig. Niemand wissen soll, was er vorhat. Am wenigsten sein Bruder, der Verräter.
ist denn bitte für ein Krug? Achso, das ist bestimmt irgendwie so eine Tragevorrichtung oder so, ne? Vielleicht sind das ja... Das sieht schräg aus. Ich muss los. Tschüss. Achso, ich muss wirklich da lang, ne? Guck mal, hier die Sicherheitszäune aus so Stricken geknüpft. Und wenn man auf den Schnee guckt, hat man da tatsächlich so leichtes Glitzern auch ab und an drin, ne? Das macht ja Schnee auch, dass die Schneekristalle so glitzern. Sieht man aber eigentlich nur in der Bewegung. Uiuiui. Hier ist echt was los. Cool. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon auf der Uhr habe. Also, mein erstes Let's Play ging noch mindestens 2 Stunden. Das hier heute wahrscheinlich auch mindestens schon. Ich schätze mal, also 5 Stunden, ich glaube bestimmt schon. Ich kann Radell diese Steuerungsbox reparieren. Und ich könnte dort eine Sonnenscheibe herstellen. Muss ich jetzt zurückkehren? Zum einen gibt es eine Trophäe. Und zum anderen ist es halt eine Art Rätsel-Minispiel. Ja. Okay, jetzt habe ich es ausgelassen. Man kann da auch nicht zurück, ne? Also wenn man einen Berg hochgeklettert ist, geht es ja nicht zurück. Wo bin ich denn hergekommen? Hier. Oder? Kann ich wieder zurück? Nein. Oh krass, der Felsen hat hier einen LOD-Abfuck. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das ist jetzt die RAW-Version. Und jetzt ist es die High-Res-Version. Ja, also hier sind total viele Details. Und wenn ich 50 cm, hätte ich mal gesagt, wenn ich 10 cm zur Seite gehe, fumm, springt er in seine RAW-Version. Zack. Zack, das ist ein Fehler. Ja, also weil ich stehe ja daneben, das sollte nicht so sein. Witzig. Doch wenn man es durchgespielt hat, kann man Level auswählen. Ah, okay. Ich habe auch noch gar nicht diese Kanu-Tour gemacht, wo man die ganzen Dinosaurier sieht. Bin ich auch mal gespannt. Die hebe ich mir auch bis zum Schluss auf, glaube ich. So, und dann gehen wir mal ins Feuer. Ich fände es so geil, wenn ich hier einfach einen Handabdruck irgendwo machen könnte. Ich will doch nur ganz einfache Sachen. Ja. Tschüssinger. Es ging noch zügig. Mal kurz, wie spät es ist. 23:29 Uhr. Alright. Hast du Urid gefunden? Eher mich. Kannst du so eine Kiste bauen? Es ist ein kodierter Signalsender. Eine Art Schlüssel. Und mit den richtigen Teilen kann ihn sogar ein Nora bauen. Aber warum sollte Urid ihn zerstören? Damit ich ihm nicht mehr folge. Urid kam nicht zurück, weil es persönlich wurde. Weißt du vielleicht warum? Als er fortging, verfolgte er einen Donnerkiefer. Was bräuchtest du alles für einen? Die reagieren definitiv Sender. Wozu brauchst du den Sender, Rias? Wegen meines Bruders, der auf einem persönlichen Rachefeldzug zu sein scheint. Die Osaram, die er verfolgt, Urid kennt sie bestimmt. Oder zumindest die Frau, die sie anführt. Asera. Wer ist Asera? Guck mal, sie guckt immer so erstaunt, wenn man... Eine Osaram, die Meridian zerstört. Unfassbar. Aber Urid meldete Asera als tot, getötet im Banuk-Gebiet. Was hältst du davon, dass die PSVR 2 jetzt 100 Euro billiger wird? Wird sie nicht, Leute, das war ein April-Scherz. Soldaten in ihrem Gebiet zu sehen. Woher weißt du, dass Asera noch lebt? Braune Augen, sehr intensiv, möchte allen Kaja unbedingt scharfe Objekte näher bringen. Ich sah sie und dann auch Urid. Und du brauchst einen reparierten Sender, um sie einzuholen. Wenn du durch bist, kannst du jedes Level auswählen.
und hast eine Statistik für verpasste Collectibles und kannst auch die alternativen Wege. Hahaha, Grinsegesicht mit zugekniffenen Augen. Das haben Leute geglaubt. Ist das der Plan? Asera läuft frei herum, während ich Ersatzteile suche? Du wirst deinen Weg finden. Ich kehre nach Meridian zurück und bitte seine Erleuchtetheit, Avad Soldaten zu entsenden. Sollte Asera mehr dieser Köder besitzen. Repariere ihn, Rias. Finde Asera. Entschuldigung, ich muss das ausprobieren. Die Wächter hier sehen auch krass aus. Ja, sieht so aus. Gut. Huch. Warum wird es denn jetzt schwarz hier? Basteln wir erstmal was? Ruf an, da muss es Bauteile geben. Aber ich brauche eine Sonnenscheibe, um das Gebiet zu erkunden. Ich sollte zuerst eine herstellen. Ja. Kennt ihr den Film Krull? Ganz merkwürdiger, kruder Film aus den 80ern. Genau. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo muss ich denn hier was festbinden? Ach, da. Sie fanden es auch Schlehrt, den Leuten gegenüber, die vor 2 Monaten noch 600 gezahlt haben. Ja, ja, nee. Sowas mit komischen Fiesemantenten macht Sony nicht. Das war ja jetzt bei Meta mit der Quest Pro ganz schön krass, ne? Die hat ja 1700 bei uns gekostet. Oder der Welt. Preis war 1,5. Erinnert an das 5-Klingenschwert. Und dann haben sie es jetzt einfach mal entspannt auf 1000 runtergesetzt. Das ist schon krass für die Leute, die sich das gekauft haben. Sonnenscheibe verstauen, Sonnenscheibe greifen, unter der Schulter bewegen. Vielleicht wird es irgendwann günstiger. Warten wir erstmal das Weihnachtsgeschäft ab. Es verbreitet sich aber leider gerade durchs Internet. Ja, aber es ist ein April-Scherz, Leute. Also, welcher Idiot auch immer den losgelassen hat, ich hoffe, seine Eltern verkloppen ihn. Ich muss zugeben, ihr wisst ja, dass ich auch angenommen habe, dass das die PlayStation VR irgendwie so 400 Euro kosten wird und nicht 600, ne? So, und da habe ich schon gedacht, so, max 400. So, weil das logisch gewesen wäre, in einer Welt, wo Sony mit Gewalt in VR agieren möchte. Was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist, möchten sie nicht. Ja. Sie wollen weiterhin einen Fuß in der Tür haben. Ich finde auch, dass sie sich hier mit solchen Titeln und so gut engagiert haben. Ja, das ist schon mehr, als es auf der PSVR 1 seinerzeit gab. Da hatten wir auch Spiele von Third Parties, aber so einen richtig großen AAA-Titel von Sony selber zum Release nicht. Das kam später erst mit Blood and Truth und natürlich Astrobot und so weiter. Ich glaube auch, dass wir in dem Kaliber wie Astrobot und so ein paar Sachen kriegen werden, auch von Sony-eigenen Studios. Aber diese Geschichte, dass das halt Sony unbedingt darum ringt, VR an den Mann zu bringen, bringt halt ein schlechtes Licht. Von dem Trip bin ich halt runter. Die sich schlecht verkauft, leider. Ja, die wird sich auch nicht gut verkauft haben. Ich meine, Leute, kommt schon, die PS5 gab es nicht. Ja, auch jetzt noch letztens. Es gibt immer noch Leute, die durchs Internet rennen und sagen, hey, ich kriege keine PS5. Und dann konnte man die Brille hier einfach nur bei Sony direkt bestellen. Das machen die Leute halt nicht, ja. Es gibt ganz viele, die haben mir irgendwie in den Kommentaren geschrieben, ich warte, bis es beim Mediamarkt ist oder so. Das passiert auch nicht. Die wird sich schlecht verkauft haben, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie relevant das ist für die generelle Strategie von Sony. Kein Plan, Leute. Ey. Ich könnte mir vorstellen, also warum auch immer sie das machen, dass sie das Ding jetzt einfach schon mal rausgetan haben, so für Early Adapters etc. Und dann vielleicht zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres irgendwie groß antanzen mit einer ganzen, bei der allgemeinen Erhöhung von mit einer ganzen Handvoll potenten Titeln und dann vielleicht nochmal ein schönes Paket schnüren, so was weiß ich,
Aber ich weiß es einfach am Ende des Tages auch alles nicht, was Sony davor hat. Für mich ist es sehr undurchsichtig. Ich habe jetzt die PlayStation VR 2 auf der Nase. Ich spiele dieses Spiel und bin ziemlich happy darüber. Ist aber auch nicht so gut. Habe viel Schlechtes gehört. Ja, genau. Und das ist das, was ich weiß. Ich kann jetzt The Walking Dead 10 and Sinners Retribution und den ersten Teil ruckelfrei und hochauflösend und fantastisch spielen. Das ist mehr, als ich in den letzten Jahren mit den Versuchen am PC etc. erreicht habe. Dass PSVR 2 nicht in den normalen Handel bringt. Oder kommt das noch? Das kommt noch, haben sie auch gesagt. Also irgendwann wird es kommen. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht, Leute. Wir müssen halt von dem Trip runter, dass das irgendwie wichtig ist. Ja? Also dem Rest der Welt ist dieses VR halt echt Latte. Man munkelt, dass der weg mit PlayStation Direct gegangen wurde, weil das kostengünstiger ist, als über Händler zu vertreiben. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ein schlechter Zeitpunkt für teure Technik. Das kann sich kaum mehr jemand leisten. Ja. In manchen Ländern wie in der Schweiz kannst du einfach in den Mediamarkt gehen und es AI da kaufen. Wir werden es nicht aushören, Leute. Ich weiß es nicht. Keiner erzählt es mir. Es ist, wie es ist. Ich möchte mal gerne dieses Ding ausprobieren, was wir da jetzt bekommen haben. Ich gehe mal kurz in den nächsten Level. Ja, bei Mediamarkt US. Punkt ist irgendwie auch sinnlos, als ob die Deutschen anders wären. Wird jeder Text vorgelesen? Haha. Scheinbar. Leider. So. Wir sind nicht der Hauptmarkt. Wir sind gar kein Markt. Alles, was wir kriegen, ist gut genug. Jetzt lernst du meine Sonnenscheibe kennen. Jetzt lernst du meine Sonnenscheibe kennen. Ja, ich will eigentlich nur die Sonnenscheibe mal ausprobieren. Also, ich habe gar nicht erwartet, dass wir so eine Menge... Okay. Wow. Kommst du auch wieder zurück? Hallo? Bumerang. Echt jetzt? Hast du einfach abgehauen? Ich bin... not amused. Wird das Mikrofon von dem VR-Brille benutzt? Wird das Mikrofon von der VR-Brille benutzt? Wo jetzt? Wer benutzt das? Ey, komm wieder zurück. Ich muss das Geräusch gar nicht selber machen. Ey, das Ding macht das Geräusch. Ich halte jetzt die Klappe. Hört ihr, wie das wegfliegt? Supergeil. Ich liebe sowas. In den gleichen News wurde ja auch gesagt, dass Horizon nur eine Grafikdemo sein soll. Hören wir dich durch das Mikro von der VR-Brille oder ist das ein anderes? Achso, ne, das ist das eingebaute Mikrofon. In manchen Spielen wird das benutzt. Okay. Wieso konnte ich das jetzt nicht mit Pfeil und Bogen durchschneiden heute? Die Radell zur Reparatur des Senders braucht. Das war doch... unnötig, oder? Je schneller ich sie habe, desto schneller kann ich meine. Ich habe das Gefühl, die haben sich so ein paar coole Gadgets ausgedacht. Wenn ich sie nicht rechtzeitig einhole. Und dann mussten sie ja auch unbedingt irgendwo. Das Mikro ist echt gut. Ja, das ist auch wirklich gut. Das war es auch in der PSVR 1 schon. Hep. Boom. Ja, kann man machen. Ja, aber ich weiß nicht. Kann ich den auch im Kampf benutzen? Ich mag irgendwie, wie das wegfliegt. Aber ich finde es super geil, wenn ich hier eine Taste drücke und das dann wieder so wump in meine Hand zurückkommt. Das fände ich cool. Ja, wie die Axt bei God of War. So ein kleiner Hubschrauber. Na gut. Leute, ich glaube, für heute reicht's. Wir wollen das ja jetzt hier auch nicht am Stück durchsuchten, sondern wie eine schöne Gourmet-Speise genießen. In kleinen 2-Stunden-Bröckchen. Wirst du auch Kreid streamen? Kreid? Nee, glaube ich nicht. Ich stehe nicht so auf Boxen. Ich habe Creed damals auf der PlayStation mal gestreamt etc. Das reicht mir erstmal, ehrlich gesagt. Ja, muss ich echt sagen. Es gibt genug Spiele, die mich gerade interessieren. Creed gehört nicht wirklich dazu. Ich habe
den Entwickler auch nicht angehauen. Wegen einem Test-Key oder so. Ich weiß gar nicht. Man muss es komplett neu kaufen, ne? Also für Besitzer der PlayStation-Version gibt es da nichts, glaube ich. Nee. Interessiert mich nicht so. Ich bin echt nicht so ein Box-Fan. Da spiele ich lieber nochmal eine Runde. Bald wieder Resi 8. Pistol Whip, ja. Genau. Das ist nämlich das Problem. Ich muss mich jetzt immer entscheiden. Ich habe jetzt so viel offen. Das hier ist jetzt mittendrin. Resi 8 ist ein Drittel oder so. Und ich habe jetzt ein erstes Let's Play gemacht von The Walking Dead Sins and Sinners Retribution, ja. Und das interessiert mich eigentlich am meisten. Aber wisst ihr, was lustig ist? Ich habe jetzt endlich Retribution auf der PlayStation VR 2. Also mein großer Traum, dieses Spiel auf der PSVR 2 in toller Qualität zu spielen. Und was mache ich? Ich habe am Wochenende da gesessen und habe auf der Pico Into the Radius gespielt. Und auf der Quest am PC angeschlossen Ghost of Tabor. Einfach weil, ja, weil sie auch cool sind, irgendwie beide Games. Und ich, Ghost of Tabor kannst halt im Koop spielen mit Leuten. Da habe ich total Bock drauf. Und Into the Radius, weiß ich auch nicht, hat mich auch total reingezogen, da so alleine durch die Gegend zu laufen und Sachen zu erforschen. Und das sieht ja im Verhältnis zu dem hier, sieht das halt aus wie eine Müllhalde, ja. Es ist halt unglaublich. Aber das stört mich dann auch nicht. Also wenn da irgendwas Klick macht, dann ist es trotzdem geil. Ja, ich kann das richtig feiern hier, solche Grafik. Aber am Ende des Tages macht das für mich noch nicht den Punkt aus, der mir jetzt erzählt, dieses Spiel ist irgendwie super immersiv und funktioniert Hauptsache, besser. Du hast Spaß, lächelndes Gesicht mit Herzen. Ja, total. Aber wie gesagt, es ist immer zu viel. Also ich muss mich immer entscheiden. Ich wünschte wirklich, mein Leben wäre einfacher, wenn ich jetzt nicht eine Pico, eine Quest und ein PC und alles zu Hause hätte, sondern nur die PlayStation 1 und die PlayStation 2. Das wäre so fantastisch, ja. Dann würde ich jetzt in aller Ruhe PlayStation 2 Spiele spielen und zwischendurch mal wieder ein paar alte PlayStation W1 Titel auspacken. Ich glaube, ich wäre genauso glücklich. Und so hat man immer genügend Plattformen, wo ein neuer Krempel rauskommt, den man sich angucken möchte. Und ständig muss man die Entscheidung treffen, was man jetzt spielt. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Netflix, wenn man so ein Überangebot hat, führt das manchmal dazu, dass man gar nichts macht. Ist mir auch schon passiert, ja. Ich gedacht habe so, ja, ich habe jetzt irgendwie Bock VR. Was mache ich denn? Nehme ich jetzt was auf der Pico oder eine Runde Indes oder was anderes? Baba. Ja, manchmal ist es gut zu sagen, scheiß drauf, spiel jetzt einfach das hier und hab Spaß. So. Und dieses Ding ist halt wirklich einfach so als Grafik-Leckerbissen unfassbar, ja. Ich habe schon Schwierigkeiten bei meiner Auswahl, was ich als nächstes spiele. RE8 oder GT7 oder Pavlov oder. Ja, eben. Ich habe genau. Mir jetzt eine PSVR 2 bestellt, schon vor einer Weile. Hoffentlich kommt es AI morgen. Und wenn dann die Quest 3 rauskommt, dann hole ich. Ja, es ist echt, genau, und die ganzen Multiplayer kommen dann auch noch dazu. Ich glaube zum Beispiel, dass ich auch total glücklich wäre, wenn ich nur, keine Ahnung, eine Brille hätte jetzt nicht die Quest 2 zu holen. Und wenn Population One oder Pavlov oder so ein Kram und nur das spielen würde, wäre auch okay. So, ich muss manchmal einfach weiter labern, um meine Sätze auch zu beenden. Sorry, also was gerade gesagt wurde, habe ich leider nicht gehört. So Leute, ich glaube, wir sind fertig für heute. Ich stehe hier nur noch rum, weil es irgendwie so nett ist. Sah nicht so gut aus wie Horizon in VR. Könnte man doch locker umsetzen. Was für ein Ding? Pico Fallout 4 immer noch gezockt. Pico Fallout 4. Ja. Ja, ist doch okay. Will nicht ablenken. Mir fällt ein, ich habe auch tatsächlich Lone Echo 2 nie zu Ende gespielt. Den ersten Teil habe ich durchgespielt, aber den zweiten nicht. Und auch, wie hieß denn das? Dieses Fantasy-Rollenspiel. Komme ich jetzt nicht drauf. Also kann man sich auch wieder 3D-Filme ansehen. Das soll doch aber so gut sein, Gesicht mit offenem Mund.
Das soll gut sein. Ich verliere hier den Faden, Leute. So, ich habe mich satt gesehen. Wir machen Feierabend. Nächstes Mal geht's weiter. Also, was ich nächstes Mal spiele, weiß ich nicht. Das mache ich immer von meiner Laune abhängig. Weißt du das? Also das Fantasy-Spiel, was du nicht durchgespielt hast. Asgardrath. Ja, danke, danke. Genau, genau. Soll ja bald Big Screen geben für PSVR 2. Ey, das haben sie auch bei PSVR 1 schon ewig gesagt. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Gucken wir mal, was da noch alles passiert. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch ein paar Überraschungen gibt, aber ich rechne erstmal mal mit nichts, ey. Ich bin erstmal happy mit den Spielen, die wir haben. Ja, da habe ich eine Weile zu tun und wirklich eine Weile. Also Resi ist ja recht länglich. The Walking Dead Sense of Sinner ist recht länglich. Und hier Song in the Smoke oder so ist auch ein Spiel, was sich eigentlich lohnt, mal durchzuspielen. Also da ist echt noch genügend Material. Und dieses Jahr kommt ja dann von den Sense of Sinners Machern noch Behemoth. Da bin ich richtig gespannt, was das wird. Ja, also es wird nicht so aussehen wie das hier, aber es wird auch wahrscheinlich gutes Gameplay haben. Genau, denn das Gameplay von The Walking Dead Saints and Sinners, ja, also das, was man wirklich macht in VR, finde ich besser als das hier. Also ich finde es super interessant, man klettert hier. 50 Spielen sind echt nur 7 Spiele dabei für mich. Und entdeckt tolle Sachen und es ist alles spannend und cool, aber ich mag halt wirklich diese Loot und Melee-Mechaniken von The Walking Dead Saints and Sinners. Und da bin ich super gespannt, was die als nächstes dann in Behemoth anstellen, die Entwickler. Und dann bin ich mal gespannt, was noch so passiert. Ich hoffe tatsächlich, dass Team Asobi, also die Leute, die Astrobot gemacht haben, uns auch noch irgendwas sehr, sehr Beeindruckendes eines Tages für die PlayStation VR 2 bauen. Hallo. Man vergisst auch tatsächlich, dass Astrobot auf der PSVR 1 ist ja erst 2019 rausgekommen, ne? Also auch erst 3 Jahre, nachdem das Gerät schon auf dem Markt war, beziehungsweise haut das hin? Naja, 2-3 Jahre auf jeden Fall. Also Ende 2016 ist die PSVR 1 rausgekommen und 2-3 Jahre später kam Astrobot raus und das Team, also Team Asobi hat aber für das Machen von Astrobot auch wirklich nur irgendwie 1,5 Jahre gebraucht oder so, mit einem 12-köpfigen Team. Handschlagflagge, Niederlande. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch alles kriegen werden. Ich glaube aber, dass man glücklich sein wird. Und die Geschichten, die ich jetzt schon gerade auf der Quest und auf dem PC spiele, sowas wie Ghost of Tabor, das ist auch für die PlayStation angekündigt. Und ist auch kein Spiel, was jetzt solche Grafik hat, aber hat halt einen ganz anderen Interaktionsfaktor und... Soll ich mir lieber die Pico 4 holen oder auf die Quest 3 warten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht. Es ist ja noch ein Weilchen hin, bis die Quest kommt, ne? Im November oder so? Ich weiß nicht, wie viele Monate das sind. Was haben wir jetzt? April? Ich muss mal mit den Händen zählen. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober, November. Oh Gott, das ist noch ein halbes Jahr. Puh. Ah, das kann ich dir nicht beantworten. Das Problem ist halt, wenn du jetzt die Pico kaufst und da in den Store investierst. Das ist mir zu lange. Ja, genau. Ende des Jahres ist ja noch nicht offiziell bestätigt. Und wenn du dann rausfindest, dass R2 schlägt beide. Dass die Quest 3 irgendwie schon massiv besser ist, also sie wird ja leistungsfähiger sein als die Quest 2 und auch als die Pico, ja. Ich glaube nicht, dass sie bessere Werte hat bei der Optik und bei dem Gewicht als bei der Pico, ja. Also Pico hat jetzt eine gute Auflösung und Pancake-Linsen, alles cool und ist halt schön leicht. Da wird die Quest 3 gerade mal aufschließen, aber sie hat einen leistungsfähigen Prozessor und ich weiß nicht, warum Meta momentan so merkwürdig still ist. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen heißen Sachen, die sie noch so in der Pipeline haben, alle für den Quest 3 Launch
gemacht werden, ja. Die soll ja aber ein OLED-Display haben. Ja, keine Ahnung, was die haben soll. Das werden wir alles rausfinden, wenn es soweit ist, ja. Also, ob das jetzt markant besser ist. Es ist halt auch weiterhin uninteressant, ob die irgendwie ein besseres Display oder einen besseren Pixel oder sonst was hat, wenn da nicht geilere Spiele rauskommen. Das ist immer der einzige Faktor, der zählt. Das Team, das Lone Echo gemacht hat, sitzt jetzt seit 2020, glaube ich, und baut irgendwas. Das wird auf jeden Fall irgendwas für die PlayStation, für die Quest 3 sein. Und das könnte schon beeindruckend werden. Ich weiß es aber nicht. Ja, also, das ist so eine Geschichte. Und wenn sie da mit dem Launch der Quest 3 wieder eine Handvoll interessanter Exclusives haben, dann ist man schon wieder in der Petrouille, wenn man sich jetzt eine Pico gekauft hat, obwohl die jetzt in diesem Moment einfach das bessere Gerät ist. Und ich sie wirklich, wirklich sehr gerne mag. Ja, aber wenn dir ein halbes Jahr eh zu lang ist, mach irgendwas. Wenn du eh am PC spielen willst, ist es halt Gott sei Dank egal. Ja, dann kaufst du ja die Spiele auf dem PC und wenn du in einem halben Jahr die Brille wechselst, ist das kein Verlust. Aber ich finde, dass die autarken Brillen, also ich spiele auf denen auch tatsächlich autarke Spiele und nicht am PC. Ich hole mir lieber die Pico 4, ich kann ja durch ein PC die Quest-Spiele und Steam VR trotzdem spielen. Ja, die Quest-Spiele nicht, aber die Rift-Spiele kannst du spielen. Gut, Kennerchen. Wir müssen vielleicht irgendwann mal wieder so ein Format machen, wo wir einfach nur über Sachen reden. Wenn du einen guten PC hast, dann los. Ja. Alright, ich bin raus. Ich hoffe, ihr habt alle an ein Däumchen gedacht. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt mal wieder genau das Richtige. So ein bisschen in den Bergen rumgammeln und schnacken. Bis dann, Leute. Macht euch einen schönen nächsten Tag und eine schöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir haben Monu nochmal eine halbe STD aufgehalten. STD? Ja, wenn 3000 Euro okay sind. Macht's gut. Bye-bye.